So, mit ein bisschen Glück zeichnet das jetzt schon auf. Herzlich willkommen zur Vorlesung Design Pattern. Wir sind im Sommersemester 2020. Gefühlt ist das die 11. Hey. Und wir beginnen mal klassisch mit, was mir letzte Woche nicht so gut gefallen hat. Leider ist es diesmal meine Vorlesung. Nicht nur, dass ich relativ viel überzogen habe, ich habe auch einfach rumgeeiert, das war ein bisschen fuzzy. Der Grund war im Wesentlichen, weil ich Dinge, die auf dieser Folie stehen, schon erzählt habe, die ich eigentlich erst diese Woche erzählen wollte. Aber die Hausaufgabe, die ich hatte stellen lassen, haben da irgendwie drauf aufgesetzt und deswegen bin ich da irgendwie aus meinem Fluss gekommen. Nächstes Jahr mache ich das besser. Da werden wir das auf zwei Vorlesungen aufteilen und dann gibt es einfach eine Woche lang keine Hausaufgaben. Dann funktioniert das auch ganz gut. Diese Woche, dieses Semester hat das den großen Vorteil, ich kann einfach eine Hausaufgabe mehr erstellen. Hey, super. Und wir sind jetzt mit den elementaren Design-Pattern im Wesentlichen durch, also mit den Gang-of-Four-Patterns und bewegen uns jetzt relativ schnell in die Welt der sogenannten Microservices von mir aus, aber da streite ich immer noch mit Sebastian, ob es das ist oder nicht. Und was wir aber im Wesentlichen gesagt haben, ist, wenn die Programme irgendwann größer werden, bekommt man Probleme mit dem Reuse, nenne ich das jetzt mal. Also eigentlich möchte ich größere Programme, Programmteile, Softwarestücke anderen Leuten zur Verfügung stellen, dass sie das benutzen können. Und das haben wir früher halt immer gemacht als Library, haben wir einfach eine Jar-Datei draus gebaut, haben die ins Internet gestellt. Die Leute konnten dann in ihrem Gradle-Repository Gradle build.gradle eintragen, hey, die würde ich gerne benutzen in der Version. Und dann klappte das ganz gut. Das Problem ist am Schluss eines langen Tages, dass ja, diese Libraries, dass man doch irgendwie immer in dieser DLL-Hölle landet. Mit den Dynamic Link Libraries hatten wir jetzt oft genug. Dann kamen so Frameworks und Plugin-Architekturen. Frameworks sind eher große Libraries und Plugin-Architekturen hat man insbesondere, habe ich mir jetzt nochmal Gedanken gemacht, dann immer gebraucht, wenn meine Software mein Stück zum Graphical User Interface beitragen sollte. Dann brauchte ich irgendwelche Möglichkeiten, also diese Jars, die wir ganz am Anfang gebaut haben, die waren irgendwie immer headless. Die bieten mir irgendwelche Klassen an, dann konnte ich dann eine API, die konnte ich benutzen, da war irgendeine Fassade für mich gebaut worden. Aber wenn ich jetzt wie bei Eclipse ein Graphical User Interface habe, wo mein Stück Software in bestimmten Menüs Einträge machen sollte, dann brauchte ich ein bisschen mehr und dann hat man angefangen, diese Plugin-Architekturen zu entwickeln. Die sind nicht tot, die gibt es eben zum Beispiel bei Gradle auch irgendwie immer noch. Und bei Gradle wird das da eben dazu benutzt, um in so einer build.gradle-Datei neue Einträge, Stücke, Erweiterungen, was man da alles so hinschreiben kann, zu beschreiben, mehr oder weniger. Danach kam der Softwarebus der ISI ECMA Toaster. Ja. Eigentlich kam die Idee auf, naja, wenn das mit den Bibliotheken nicht so gut funktioniert, weil die sich immer behaken mit den Hilfsbibliotheken und den Versionen davon, dann liefern wir das Ganze als eigenständige Programme aus. Und der Unterschied ist eben jetzt, dass zwischen einem Programm und irgendwie so einem Plugin, ein Plugin läuft in meiner Java Virtual Machine und kann prinzipiell mit anderen Elementen meines Programms im Hauptspeicher kommunizieren. Programme haben immer komplett eigenständige Hauptspeicher, die gegeneinander geschützt sind durch eine Memory Management Unit. Habt ihr alle in Rechnerarchitekturen und Betriebssysteme gelernt. Da kann ich nur über Sockets miteinander sprechen oder über das Filesystem, was mehr oder weniger ungefähr dasselbe ist. Und dann hat man gesagt, dann haben wir ja das einigermaßen geschützt. Dann machen wir eigenständige Programme mit eigenständigen Adressraum und dann haben wir diese Versionsverwaltungsproblematik im Großen und Ganzen
eigentlich im Griff. Da kamen dann solche Mechanismen aus wie Korba, wo man gesagt hat, okay, wenn die jetzt aber Daten über so ein Socket austauschen, dann muss das doch bitteschön auch alles streng typisiert sein und im Wesentlichen entsteht so ein Problem bei den Korba-Geschichten relativ stark, dass wenn ich eine Änderung an dem Datenaustauschprotokoll gemacht habe, so ein API-Breaking Change, dann war der Effekt immer sofort, dass alle Services, alle Programme, die da miteinander sprechen, alle runtergefahren werden mussten, alle mussten auf die neue Version umgeschrieben werden, dann mussten die alle neu gestartet werden. Und wenn du nur so 5, 6, 7 Services hast, ist das gar kein großes Thema, dann kannst du das schnell mal machen. Aber wenn du ein paar Tausend hast, ist das doof. Und dementsprechend, wenn die dann noch verteilt in der Welt laufen, in verschiedenen Rechenzentren oder womöglich auf irgendwelchen mobilen Knoten, auf Smartphones oder Laptops, dann ist das einfach hier nicht möglich. Und heute hat man dieses Problem massiv, wenn ich ein Programm habe, das ich auf dem Smartphone ausgerollt habe. Das spricht mit irgendeinem Service, einem Server, der irgendwo in der Cloud wohnt, und ich ändere auf diesen Cloud-Server die API, sage dann ja, okay, jetzt müssen halt alle Leute sich das Update von dieser App ziehen. Wenn ich, was weiß ich, jetzt hier die Corona-App ausrollen, wie lange machen wir das jetzt schon? 4 Wochen für 12 Millionen so groß ungefähr oder wo wir gerade sind, keine Ahnung. Wenn du 1 Million Apps ausrollen willst, dann Versionsupdate machen willst, dann dauert das einfach eine Woche. Das ist nicht innerhalb von 5 Minuten passiert. Geht nicht. Na, und dann hast du eine Woche lang, wo deine alte App mit dem neuen Service nicht sprechen kann. Das ist irgendwie blöd. Und an diesen Problematiken ist Korba im Wesentlichen gescheitert. Das haben sie nie richtig hingekriegt. Das gibt es noch, aber im Prinzip haben sie das nicht richtig gemacht. Dann kamen im Wesentlichen die Ideen auf, wir müssen ein bisschen lockerer werden bei der Kommunikation zwischen zwei Services. Und dann wurde im Prinzip gesagt, ah, wir kommunizieren nicht mehr in so einem Binärformat, sondern nutzen XML oder später JSON, heute oft YAML, im Wesentlichen, um zu sagen, naja, da sind wir nicht ganz so streng typisiert. Mit der Typisierung, da haben die Softwaretechniker so ein Problem mit Kontrollverlust. Das hat uns in den 90er Jahren unglaublich geholfen und das geben wir jetzt ganz, ganz ungern wieder auf. Und also dann haben sie erst sowas gemacht wie Web Services oder Soap oder Web Service, ja, habe ich gerade gesagt. Das waren auch alles, da haben sie gesagt, ja, wenn man schon JSON macht, ist ja okay, aber da brauchen wir ein JSON-Schema, damit wir prüfen können, ob auch alles konform ist. Und dann sind genau die Flexibilität, die man vorher hatte, ist wieder weg. Das ist so ein bisschen ein Problem. Im Großen und Ganzen hat sich dann auf lange Sicht durchgesetzt, ein Stück weit bei Korba, RMI und auch ein Stück weit bei REST-basierter Kommunikation auch das Problem, dass das immer eine synchrone Kommunikation ist. Du schickst einen Request los und wartest auf Antwort. Das ist ein Remote Procedure Call im Wesentlichen, so wie wir das bei den Proxy-Kettern irgendwie gebaut haben. Und das fühlt sich für den Programmierer vertraut an. So formuliere ich das jetzt mal so. Und funktioniert einfach bei nebenläufigen Systemen nicht gut. Ne? Weil das relativ häufig ist, wenn du genügend Services hast, da kann man mal mit den Google-Leuten sprechen, war letztens ein wunderschöner Vortrag in der Java User Group Hessen. Wenn du irgendwie eine Auswahlwahrscheinlichkeit an Downtime hast von einer Minute pro, was weiß ich, Jahr, dann rechne dir einfach mal aus, wie viele Rechner du brauchst, damit im Mittel immer einer kaputt ist. Ne, das kann man relativ bei 60 mal 24 mal 365. Das ist gar nicht viel. So ab 100.000 Rechnern ist immer einer kaputt. Kannst du machen, was du willst. Ne, und dabei haben die nur eine Downtime von einer Minute pro Jahr im Schnitt. Das ist nicht viel. So, dass du, wenn du genügend Services am Start hast, immer davon ausgehen kannst, dass irgendeiner, den du gerade sprechen möchtest, wo du gerade so eine Restanfrage hinschicken möchtest oder so einen Remote Procedure Call hinschicken möchtest, der ist gerade tot. Der ist nicht da. Dann scheitert das. Und dann musst du Error Handling machen, all so ein Kram. Oder der ist irgendwie müde, der ist überlastet, der irgendwie was. Oder irgendeiner hat bei dem Hetzner-Rechner das Passwort geknackt oder irgend so ein Kram.
Ne, also irgendeinen Grund gibt es immer, warum der gerade mal nicht da ist. Ne? Oder der spielt gerade ein Update ein oder ein Sicherheitspatch. Und muss dafür mal runtergefahren werden. Weswegen man jetzt, und das ist das, was wir jetzt die letzten Wochen machen, übergeht zu so einer Publish-Subscribe-Message-Bus-Idee. Der Message-Bus kommt tatsächlich aus dem ECMA-Toaster. Das war die European Software Factory Agency. Ich weiß nicht mehr, wofür ECMA stand. Das ist irgendein Standardisierungsthema in Europa. Kennt von euch noch einer den Milchsee und den Butterberg? Du, Sebastian? Ja. Das war so in den Ende der 90er Jahre, da gab es einen Butterberg. Das lag im Wesentlichen daran, dass die Agrarsubventionen verteilt wurden in Europa nach Menge. Du kriegst es einfach pro Liter Milch 10 Cent. Woraufhin die Bauern relativ viel Milch erzeugt haben, weil sie damit gutes Geld verdienen konnten. Und zwar mehr als Bedarf war. Das hat den Effekt gehabt, dass die Milch im Supermarkt noch billiger war als heute. Und die Butter auch. Und es gab aber für die Bauern staatlich garantierten einen Preis. Die haben gesagt, wir zahlen euch auf jeden Fall so und so viel. Was im Wesentlichen bedeutet, dass die EU Milch aufkaufen musste, um sie dann im Supermarkt nicht mehr los wurde. Dann haben wir aus der Milch Butter gemacht, haben die in tonnenweise in Kühlhäusern über Jahre gelagert. Das war der sogenannte Butterberg. Als das nicht mehr geholfen hat, haben wir Milchpulver draus gemacht. Das haben wir nachher nach Nordkorea geschickt. Das war aber tatsächlich zu Tschernobyl-Zeiten, wo es radioaktiv verstrahlt war, weil wir nicht mehr wussten, wohin mit dem Zeug. Ne, also wir hatten unglaublich viel, eine Überproduktion von Milch, das war staatlich gewollt, um die Landwirtschaft zu fördern und wussten nicht, wohin damit. Und dann irgendwann haben sie dann gesagt, okay, Schluss jetzt, wir machen keine Förderung mehr pro Milch pro Liter, sondern nur noch pro Quadratmeter oder pro Hektar eigentlich. Das heißt, die Landwirte wurden jetzt nur noch nach Fläche, die sie für ihren Betrieb hatten, gefördert, unabhängig davon, wie viel Milch sie da erzeugt haben wollten. Und dann wurde dann aber der Milchpreis freigegeben, was im Wesentlichen dazu geführt hat, dass der wieder so tief ist, wie er jetzt gerade ist, aber dass die ganz viele Bauern eben Kühe abgeschafft haben, weil es sich für sie nicht mehr rentiert hat. Dann ist die, eben die Anzahl der Milchkühe stark runtergegangen und dann ist der Butterberg und dieser Milchsee relativ schnell ausgetrocknet. Dann war das ergessen. Und der spannende Effekt an dieser Stelle, und jetzt ist es wichtig, warum das für die Software wichtig war, die haben da Milliarden an Subventionen gespart, die sie den Bauern nicht mehr bezahlen mussten. Ja, das Ganze hat Hölle viel gekostet und das braucht man jetzt nicht mehr, die Kohle. Und aus irgendeinem sinnlosen Grund hat damals, Ende der 90er Jahre, das war so in dieser Dotcom-Blasenzeit, haben die Informatiker ganz schnell geschrieben, wir brauchen diese Kohle, weil wir sind die Zukunft. Und dann gab es ein großes europäisches Programm für die European Software Factory, wo wir gesagt haben, wir bilden jetzt die neue Standardarchitektur für Software, die besser ist als Corba und die damit umgehen kann, wenn man irgendwie mehrere nebenläufige Programme auf vielen Rechnern hat, die alle miteinander sprechen müssen. Im Großen und Ganzen war da die Idee, wir haben einen Bus, einen Message-Bus. Das war mit dem ECMA-System das erste Mal gebaut und die haben das damals gemacht. Und ich fange schon wieder an rumzulabern. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben damals viel Kohle gekriegt, die ersten Busse gebaut. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und inzwischen funktioniert das super. Jetzt gibt es eben dieses Publish-Subscribe-Prinzip und so ein Message-Bus. Und was man eben gelernt hat, man muss die bauen nach so einem Fire-and-Forget-Prinzip, wie Sebastian immer so schön sagt. Du schickst so eine Nachricht los auf so einem Bus oder publish die halt. Und das ist so wie bei Twitter. Ich rede da in so einen schwarzen Raum rein und weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Follower habe, die mir zuhören. Ne? Und im Wesentlichen ist das so die Idee. Und die Architekturen, damit beschäftigen wir uns jetzt heute so ein bisschen. So, und was wir jetzt im Wesentlichen machen wollen, ist, wir wollen dieses Szenario hier fertig implementieren. Na, und wir hatten im Prinzip das soweit geschafft, dass Alice an ihrem Browser sitzt, da so ein Fenster aufmacht, das ist dieses hier, hier steht Perms, da steht Boots, hier steht Address, die tippt dann da ein paar Perms, zwei paar Boots,
Und bitte schickt mir das an Alice im Wunderland 1. Daraus, dann drückt sie auf den OK-Button, der hier nicht dargestellt ist. Daraus wird im Prinzip dann, da ist ja so eine Form mit diesem Submit-Ding, neuer Request, ein REST-Request eigentlich, oder ein HTTP-Request mehr oder weniger. Der ist hier dargestellt, wo im Wesentlichen drin steht, ich habe eine Bestellung. Der habe ich jetzt hier eine Nummer gegeben, weil wir immer Nummern brauchen. Da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Von ein paar Pumps und zwei Boots und Alice möchte den Kram haben. Das geht an ein anderes Programm. Ne, hier diese großen Kästen hier sind bei uns eigenständige Programme, die auf einem oder mehreren Rechnern verteilt laufen. Auf wie vielen ist mir gerade egal. Wenn das ein eigenständiges Programm ist, dann spreche ich zu allen anderen Leuten über irgendwelche Sockets und oder über das Dateisystem. Und wenn ich ein Socket aufmache, dann sage ich immer, ich möchte gerne auf dem Rechner, Localhost oder www.google.de oder was auch immer, da möchte ich jetzt gerne eine Verbindung hinmachen und dann da auf den Port so und so und dann möchte ich da und da folgenden Dienst ansprechen. Und das ist mir schon jetzt egal, ob das auf dem gleichen Rechner ist oder auf einem anderen Rechner. Die Adresse ändert sich ein bisschen, aber der Mechanismus ist exakt der gleiche. Deswegen brauchen wir uns da jetzt mal gerade nicht drum kümmern. Und dann hatten wir hier diesen Interpreter, unseren Mockup-Interpreter, der Graphical User Interface Befehle interpretieren könnten. Den müssen wir jetzt eigentlich mal umändern. Der müsste eigentlich Shop heißen. Habe ich auch irgendwo schon geändert, aber nicht hier. Und der bekommt jetzt eben diese Nachricht und der verarbeitet die jetzt im Wesentlichen. Und weil das ein REST-Request ist oder ein HTTP-Request ist, schickt er eine Antwort. Das ist hier im Prinzip dargestellt. Und er sagt, ja, im Shop, die Alice hat einen Status, nämlich, dass die Order Nummer 1, die diese beiden Sachen enthielt, die ist gerade im Zustand Picking. Das ist die Antwort, die er schickt. Und Alice stellt das dann anschließend im Browserfenster dar. Das war synchrone Kommunikation. Ich habe einen Request geschickt und habe eine Antwort geschickt. Jetzt kommt der asynchrone Teil oder der Message Broker Teil. Was der Interpreter oder der Shop jetzt eben noch machen soll, und hier steht nochmal Shop, das ist echt blöd, der schickt jetzt diese Bestellung weiter ins Warenlager. Ja, hier sollte Warenlager stehen. Ah, Moment. Ja. Der schickt das weiter ins Warenlager. Das ist hier im Prinzip die Message, die ich jetzt verschicke. Die kommt hier hinten im Shop an und der merkt sich das einfach nur. Ne, alles klar. Tatsächlich hat dieser Shop dann auch wieder irgendwie eine API, mit der Peter hier unten, der Peter the Picker, das ist der Typ, der bei Amazon in dem Warenlager rumrennt. Und die Pakete die Sachen aus dem Regal holt und da Briefmarken draufklebt und das verschickt. Diesen Vorgang nennt man im Deutschen Kommissionierung. Im Englischen ist das einfach Picking. Ne? Ich picke, grabbe das Zeug aus dem Regal und tue es im Paket und verschicke den Kram. So. Das ist Peter Picker. Sieht dann im Prinzip auf seinem Smartphone eine lange Liste von Sachen, die alle geholt werden müssen, sagt sich, ah, hier das Alice, das ist hier um die Ecke, da gehe ich direkt mal hin, holt sich dann eben das Paar Pumps und die zwei Paar Boots, macht dann einen Bindfaden rumrum, klebt eine Briefmarke drauf, Alice im Wanderland ist Teil dieser Order-Nachricht und tut das in seinen Postsack, dann wird es irgendwann verschickt. Wenn er das gemacht hat, schickt Peter Picker an den Warenlager-Service, der hier im Prinzip dargestellt ist, so eine Nachricht: Hey, diese Bestellung ist jetzt Shipping. Im Großen und Ganzen. Der Shop merkt sich das, dass der Zustand dieser Bestellung sich geändert hat und schickt die Nachricht weiter. Das war jetzt das Warenlager an den Interpreter hier. Und wenn die Webseite das nächste Mal aktualisiert wird oder aufgerufen wird mit dem Status aller Bestellungen von Alice, dann wird eben hier dargestellt, dass das Shipping ist. Na, das ist im Wesentlichen der Ablauf. Im Großen und Ganzen haben wir, ich schicke so eine Bestellung los vom Browser aus diesem Submit-Button aus der Form heraus.
Das kommt hier beim ersten Service an. Das haben wir schon. Der Service antwortet mit der aktuellen Statusseite, haben wir auch schon. Und jetzt eben dieser Teil, dass diese beiden Services hier unten sich über so einen Message Broker miteinander unterhalten, den müssen wir jetzt noch bauen. So, weil dieses Bild so furchtbar schrecklich ist, hat Max das in sauber gezeichnet. Großartig. Toll. Das ist exakt das gleiche Bild und jetzt sogar in mehr oder weniger lesbar. Und hier heißen die halt auch immer noch irgendwie Interpreter und Shop. Das ändern wir nochmal in irgendeiner Form. Diese Art der Darstellung von solchen Abläufen, wo mehrere Programme, die auf verschiedenen Rechnern oder auf einem Rechner, die nebenläufig abarbeiten, laufen, nenne ich Szenariodiagramme. Und die sind extrem hilfreich, um sich mal klar zu machen, welche Informationen liegt eigentlich wann wo vor und wer schickt wann wem welche Nachricht, weil man da unglaublich leicht durcheinander kommt. Und das werden wir gleich bei der Implementierung von diesem ganzen Kram sehen. Wir hatten in der letzten Woche als Hausaufgabe im Wesentlichen gemacht, bitte baut mir so eine API, so eine Schema-Beschreibung für Swagger, so eine Open-API-Beschreibung, wo man im Wesentlichen genau gesagt hat, es gibt nun die HTTP-Requests, die mein Server versteht und die kriegen die und die Parameter. Na, das ist im Wesentlichen eine API, ein Klassendiagramm, eine statische Beschreibung. Was ich dann noch nicht gut sehen kann, wie ist eigentlich der gedachte Ablauf? Wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel von vielen Services? Und meiner Meinung nach braucht man für eine gute Doku beides. Na? Diese Open API von Swagger, die wir da gebaut haben, ist nicht viel anders als ein Java-Doc in Java. Ne, bei Java-Doc habe ich auch. Ne, das ist meine Klassen. Das sind die ganzen Methoden, die ich habe, das sind die Parameter. Und wenn ich Glück habe, steht ein Text dahinter, der beschreibt, was das bedeutet. Von so einer Java-Doc-Doku kriegt man relativ schlecht raus, wie ich das benutze. Dass ich, wenn ich einen File-Write mache, den File vorher öffnen muss, sagt mir irgendwie erstmal keiner. Ne? Und wie das eigentlich geht. Das sind relativ schwierige Sachen. Oder wie ich aus einer Datei lese. Wie ich die öffne, dass ich dann so einen Buffer-Reader brauche und all so ein Scheiß, das sagt mir auch irgendwie keiner so richtig. Na? Und was ich dann machen muss, ich muss bei Stack Overflow googeln, wie geht denn das? Und dann kriege ich Beispielabläufe, so und so und so. Beispielprogrammtext kriege ich da typischerweise. Erst musst du das machen und dann will ich aber immer den Ablauf erklärt. Und diese Ablauferklärung ist einfach was, das braucht man zusätzlich. Du brauchst diese statische Schemabeschreibung, damit dein Editor Completion und all so ein Scheiß machen kann und Checking machen kann. Und du brauchst für den Entwickler, die Entwicklerin selber nochmal so eine Ablaufbeschreibung. Und die Szenariodiagramme funktionieren für mich super gut, um so nebenläufige Abläufe zu beschreiben. Und weil das so cool ist, generieren wir ab jetzt als Doku. Ah, der nächste Punkt mit solcher Doku. Java-Doc ist schon so das erste Beispiel, aber gerade mit so Ablaufbeschreibungen ist immer, die kann man natürlich so, wie wir das jetzt hier gemacht haben, vorweg mal so hinmalen. Das hat dann nachher mit der Implementierung typischerweise nicht viel zu tun. Doku, die man irgendwann mal erstellt hat, veraltet unglaublich schnell, weil die Leute an der Software rumschrauben und vergessen, die Doku zu aktualisieren. Und an dieser Stelle gilt genauso wie beim Design, so ein Upfront-Design-Klassendiagramm kann ich ja alles machen, hat typischerweise mit dem, was nachher implementiert wird, wenig zu tun. Und es gilt die alte Formel, only in code we trust. Ne? Nur an den Code glauben wir. Wir glauben an Klassendiagramme, die aus dem Code reverse-engineert wird, die beschreiben die tatsächliche Situation. Und wir glauben an Szenarien, Ablaufbeschreibungen, die aus dem Code reverse-engineert wird. Und zwar in diesem Fall typischerweise aus den JUnit-Tests, wo wir längere Szenarios durchspielen. Die sollen bitte als Seiteneffekt auch solche Szenariodiagramme hier generieren. Und das werden wir heute auch üben. Na, und das ist dann auch die Hausaufgabe zum nächsten Mal. So, erst Docker. Ja, erst Docker.
Damit wir das alles machen können, brauchen wir einen Message Broker. Na, nee, Docker ist zu früh. Wir machen das mal hier. Das ist unser aktuelles Szenario, unser Szenario-Test. Ne? Und dann haben wir hier oben so komische Sachen gemacht für die Open API. Da haben wir im Prinzip statische Doku generiert. Das könnten wir auch in den Services selber implementieren. Das müssten wir nicht hier machen. Das ist mehr so oder weniger Klassendiagramm-Kram. Hier haben wir jetzt tatsächlich mal ein GraphQL User Interface, also einen von diesen Service-Browser geöffnet und haben mit dem dann irgendwelche Dinge gemacht, ne, und dann so ein bisschen was geprüft in dieser Art. Was ist das für eine Version? Das ist ganz alter Quelltext. Den habe ich doch geändert, habe ich nicht? Nee, alles gut. Ah ja, naja. Na, hier wird so ein bisschen GUI-Bedienung getestet und also ein Kram. Hier fange ich gleich an, Doku zu generieren für das Ablaufszenario. Das sagen wir später. Im Wesentlichen haben wir jetzt hier unsere Shop, unsere Orderform geöffnet. Dann machen wir hier magische Dinge. Das habe ich verkapselt, das sage ich gleich alles. Was sehe ich denn? Ah, hier. Hier passiert jetzt RabbitMQ-Scheiß. Message Broker-Kram. Und tatsächlich müssen wir da weiter vorne beginnen. Wir starten hier unseren Shop ganz vorne. Und auf diesem Port 45678 macht Java Spark so eine Schnittstelle für HTTP-Requests auf. Da kommen unsere Restanforderungen im Prinzip im Großen und Ganzen rein. In dem Start habe ich eine Erweiterung vorgenommen. Im Wesentlichen, der ist neu, da sagen wir gleich was dazu. Der Teil hier, um den geht es jetzt gerade. Fröhlicher, komischer Kram. So, was wir hier machen in dem Teil ist, wir verbinden uns mit dem RabbitMQ Message Broker. Ja, und jetzt brauchen wir, damit wir das tun können, ich erkläre nachher ausführlich, wie das funktioniert, müssen wir uns mal gerade ein Bild davon machen, wie das denn tatsächlich auf unserem Rechner nachher aussieht. Also was wir machen wollen ist, wir wollen von dem Teil hier, das ist unser erster Service, zu dem zweiten Service eine Message schicken über einen Broker. Damit das geht, brauchen wir ein zusätzliches Programm, das diese Messages entgegennimmt. Und dieses, das ist bei uns dieses RabbitMQ. Der Rabbit nimmt Nachrichten entgegen. Funktioniert, wie sagen die das so schön im Internet, wie so ein Postverteiler. Also so wie so ein Briefkasten. Du kannst da so Briefe einwerfen und der Rabbit nimmt die, holt die dann irgendwann ab und guckt sich die Lieferadressen an und liefert die irgendwann aus. Na, und zwischendurch speichert er die. Das ist im Großen und Ganzen das, was der tut. Und wenn an dem Tag, wo ich da hinkomme, der Empfänger gerade nicht da ist, dann nimmt der RabbitMQ den Brief mit nach Hause, behält ihn, versucht es eine Stunde später wieder. Ne, das ist wie so ein Paketlieferant im Großen und Ganzen, wenn man das alles richtig konfiguriert hat. So, so einen ja, Nachrichtenüberbringdienst oder Nachrichtenverwaltungsdienst, das nennt man einen Broker oder Message Broker und das macht dieses RabbitMQ. Das ist ein eigenständiges Programm, das über Sockets angesprochen wird und dann über ein ganz bestimmtes internes Protokoll. Und dieses Programm müssen wir jetzt irgendwo im Internet installieren, sodass unser Shop und unser Warenlager darauf zugreifen können. Ja, die müssen dem ja Nachrichten schicken können, die müssen da eine Socket-Verbindung hin aufmachen können. Dieses eigenständige Programm muss jetzt irgendwo laufen. Ich könnte das einfach auf meinem Rechner hier lokal installieren, gar kein Problem, aber ein bisschen schwierig. Ne? Leute, die so Programme schreiben, kriegen immer die Krise, wenn sie das einmal für Windows machen müssen und dann nochmal für Linux und dann nochmal für Android und dann nochmal für iOS, für Apple.
Na, das sind so konkurrierende Betriebssysteme. Und das ist immer ein Riesenpunk, Programme so hinzukriegen, dass sie sich auf all diesen verschiedenen Betriebsrechnertypen installieren lassen und dann da richtig funktionieren. Weswegen man das nicht mehr tut, sondern dafür Docker benutzt. Docker ist jetzt dieser süße kleine Wal, den ich hier hin gemalt habe. Habe ich natürlich irgendwo geklaut, dieses Icon. Ich hoffe mal, dass die das nicht merken und mich nicht verklagen. Im Wesentlichen, ja, müssen wir jetzt mal von der Hardware abstrahieren. Das ist, glaube ich, der richtige Trick, den wir jetzt hier machen müssen. Also wir müssen uns jetzt mal davon verabschieden, dass ein Rechner irgendwas ist, was ich anfassen kann. Der Laptop, den ich vor mir habe, oder der Desktop, der bei mir irgendwo im Büro steht. Ja, ne, kann schon sein, dass das so ist. Aber wir tun jetzt mal aus Software-Sicht, kann man die auch simulieren. Und aus Software-Sicht ist für mich ein Rechner irgendwas, was mir ein Filesystem zur Verfügung stellt, was eine IP-Adresse hat, also oder einen Namen im wie Localhost oder www.google.de oder docker.io oder was es so alles so gibt. Also der hat irgendwie Namen und der hängt hier im Internet. Ich kann den erreichen, ich kann da ein Socket hin aufmachen. Na? Alles, was ich brauche von einem Rechner ist, den kann ich irgendwie, der hat irgendwie eine, der hängt im Internet und ich kann da eine Socket-Verbindung hin tun. Fertig. Und in so einem Rechner, die kann man eben virtualisieren, simulieren. Da nennt man das eine VM, eine Virtual Machine. Und da kann ich dann anschließend Programme drin laufen lassen. Und diese Programme können dann ein Socket öffnen und mit anderen Programmen über diese Sockets sprechen. So, das heißt, der Namensraum für Sockets und im Prinzip das Ding, das eine IP-Nummer hat, das ist aus unserer Sicht ein Rechner oder ein Node, eine virtuelle Maschine, eine Maschine, wie nach eben. Und das hat mit Hardware relativ wenig zu tun. Man kann auf ein und derselben Hardware viele, viele unterschiedliche Rechner simulieren in virtuellen Maschinen. Dafür hat man früher VMware und ähnliche Sachen verwendet. Prinzipiell, wenn ich meinen Laptop hier angucke, da läuft standardmäßig eben ein Windows-Rechner drauf. Das heißt, es gibt das Betriebssystem auf der Hardware relativ mehr oder weniger direkt drauf. Dadurch kriege ich eine IP-Nummer hier, prinzipiell 127.0.0.1 oder Localhost. Dann kriege ich Sockets, da habe ich ein Filesystem und kann auf die Festplatten zugreifen, also ein Kram. In meinem Windows-Betriebssystem-Rechner kann ich jetzt viele, viele Programme starten. Ich habe jetzt hier mal Chrome hingemalt. Das wollte ich, will wieder sichtbar sein. Ich habe jetzt hier mal Chrome hingemalt. Das ist im Prinzip mein Browser. Dann habe ich hier IntelliJ hingemalt, das ist meine Entwicklungsumgebung, die läuft gerade. Wenn ich aus dem IntelliJ raus nachher meinen Test starte, wird dafür eine andere Java Virtual Machine aufgemacht. Da läuft mein Test drin, der kann beliebig viele Threads starten, die laufen eigentlich in diesem Programm drin. Wir werden später unsere Shop als eigenständiges Service mit Main im Prinzip haben und den getrennt von unserem Test starten. Im Augenblick haben wir das im Test, das ist praktischer. Später werden wir sagen, nein, wir möchten, dass dieser Service als eigenständiges Programm läuft und dann starte ich den eben mal mit Main als eigenständiges Programm und dann starte ich noch mein Storage, mein Warenhaus und dann habe ich diese beiden Programme. Dann kann sich der Chrome hier über Localhost Shop an den hier verbinden, Localhost 4, 5, 6, 7, 8 war das bei uns. Kann dieser From hier an den hier Nachrichten schicken. So, und jetzt will dieser Shop an diesen Storage, der auch als eigenständiges Main-Programm läuft, Nachrichten verschicken. Oder der Test möchte an den Shop oder an den Storage irgendeine Nachricht schicken. Und das sind alles eigenständige Programme. Nochmal der Unterschied zwischen Programm und einem Thread in Java ist, dann haben die einfach getrennten Hauptspeicher. Die können nicht mehr über Hauptspeicher miteinander sprechen, sondern nur noch über Sockets.
Und die Idee ist jetzt, damit der Shop dem Storage hier schicken kann, wir haben eine neue Bestellung. Der Chrome schickt dem Shop hier über HTTP im Prinzip auf dem Socket 45678 auf Localhost eine Nachricht. Und hier, das ist eine neue Bestellung. Und dann will der hier dem das schicken. Der schickt das nicht direkt, sondern über einen RabbitMQ Broker. Das ist das Programm, das hier ist. Ich könnte diesen Broker, den RabbitMQ Broker, prinzipiell auch in meinem Windows-Rechner starten, ist nur ein bisschen schwer zu installieren. Und was viel, viel einfacher ist, wenn ich mir einmal auf meinem Rechner, auf meinem Windows-Rechner, diesen Docker-Wal installiere. Und der ist im Prinzip so ein virtuelles Stück Hardware, der gleichzeitig viele, viele, viele VMs, sogenannte Docker-Container, starten kann. Sobald ich Docker installiert habe, das kann ich auf verschiedener Hardware tun, kann ich auf diesen Wal viele, viele eigenständige virtuelle Maschinen starten, zum Beispiel einen RabbitMQ-Node. Und in dieser virtuellen RabbitMQ-Node-Maschine starte ich dann dieses Broker-Programm. Und das ist das, was wir jetzt als allererstes tun müssen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann der Shop eine Nachricht an diesen Broker schicken und der Broker merkt sich die und der Storage kann sich dann später die Nachricht bei diesem Broker abholen. Oder die kann dann weitergeleitet werden an diesen Storage, sobald der Storage mal Zeit hat. Diese ganze Konstruktion, also prinzipiell wäre es egal, ob dieser Broker hier in irgendeinem komischen Docker-Node läuft oder ob der hier läuft. Wenn jedes Programm seinen eigenen Node drumherum hat, dann ist es einfach aus der DLL-Hölle entschlüpft. Ne? Da ist in diesem Node sind die dynamischen Libraries, die der hier braucht, alles genau so, wie der es braucht, vorinstalliert und zusammengepackt. Und wenn ich hier einen zweiten Node hochfahre mit irgendeinem anderen Programm, dann sind die gegeneinander geschützt und ich habe im Prinzip die DLL-Hölle vermieden. Das ist im Groben und Ganzen die Idee, warum ich das so mache. So, ein anderer Punkt, wovor mich Docker im Wesentlichen schützt, ist, wenn die Windows-Typen mir über Nacht schon ein Update hochgeschickt haben, dann kann es relativ leicht passieren, dass irgendwie mein IntelliJ nicht mehr läuft, weil im Betriebssystem irgendein Sicherheitspatch eingespielt ist und irgendein Port nicht mehr benutzt werden kann oder was auch immer. Und dann muss ich ein IntelliJ-Update machen. Das heißt, und wenn ich jetzt insbesondere mein Programm Shop 1 hier auf 20 Rechner unten im ZIP-Pool oder hier in der Uni verteilt laufen lassen wollen würde, installieren wollen würde, habe ich immer das Problem, dass ich in dieser Uni hier keine 20 Rechner finde. Ja, vielleicht unten im ZIP-Pool. Aber sonst ist es wirklich schwierig, in einem Unternehmen 20 Rechner zu finden, wo das Betriebssystem den gleichen Stand hat. Also es ist schon schwer, welche zu finden, die die gleiche Hardware haben. Na, also es ist wirklich nicht so einfach. Und das heißt, ich habe immer so subtile Unterschiede zwischen diesen Windows-Rechnern. Und Docker garantiert mir einfach, ich packe dich in einen Knoten, der sieht, egal welche Hardware du hast, immer genau gleich aus. Der fühlt sich exakt genau gleich an. Das ist ganz, ganz stabil. Und wenn ich da einen Sicherheitspatch einspielen möchte, dann sage ich dir vorher Bescheid. Und dann baust du einfach einen neuen Knoten, baust da rein das neue Programm, bis das wieder alles zusammenläuft. Und dann tauschst du den alten Rechnerknoten gegen den neuen aus. Da gibt es gute Mechanismen, die relativ gut funktionieren. So, wir machen im Augenblick genau diese Version, dass wir den Test im IntelliJ laufen lassen, per Chrome im Prinzip ansprechen oder Selenite startet dann außerdem auch noch den Chrome. Eigentlich enthält der Test den Chrome und den Shop und den Storage schon. Und die beiden laufen hier in meinem Windows-Betriebssystem oder Windows-Node und kommunizieren dann mit dem Broker, der hier sitzt, in meinem Docker-Knoten. Wir werden später den Shop und den Storage, das machen wir nächste Woche, auch in solche Docker-Container-Knoten verpacken und dann die alle auf diesen Wal laden. Und dann können die hier direkt miteinander sprechen und vollkommen und losgelöst von unserem Windows-Betriebssystem. Und das Coole daran ist, dass das dann eben auch relativ leicht so funktioniert, dass wir das von meiner Hardware
auf die Hardware von Max oder Sebastian überspielen könnten und die könnten das auch mit einem einzigen Kommando Docker Compose starten und es wäre Kinderkram. Es würde total gut funktionieren und garantiert hardwareunabhängig, unabhängig davon, ob der einer von denen Linux hat oder einen macOS hat oder irgendeinen Scheiß hat, das ist alles das Gleiche, funktioniert immer gleich, garantiert. Super coole Sache das. So, wir brauchen einen Docker. Ha, holt ihr hier. Install Docker, bla bla bla. Einfach mal danach googeln, kann man auch Windows installieren. Ihr müsst natürlich irgendwo einen Account anlegen, eure Seele verkaufen, irgendwelche E-Mail-Adressen hinterlegen, allen Kram muss man da so machen. Wenn man das getan hat, ist das hier das Richtige? Ja, ne? Alt F12 habe ich gelernt, das ist jetzt ein Terminal. Dann hat man im Betriebssystem irgendwo so einen Docker laufen. Ne? Also der läuft hier, ist auf dieser Hardware installiert, hier irgendwo schwimmt auf meiner Hardware so ein Wal durch die Gegend. Der dümpelt da so im Hintergrund rum. Ne? Mit diesem Wal kann ich sprechen, dafür gibt es ein Kommandozeilenprogramm, das ist mir installiert worden. Da kann ich zum Beispiel sagen, Docker PS, da sagt er mir, welche Container laufen gerade. Ich kann den nach Docker Images fragen. Gibt es auch gerade keine? Doch, da gibt es ganz viele und solche Dinge mehr. Und im Wesentlichen ist dieses Docker-Kommando, was ich hier auf der Kommandozeile habe, ein ganz kleines Programm, das macht einen Socket zum Wal auf und spricht mit dem Wal. Und leitet einfach meine Anfragen an den Wal weiter. Und alles passiert in Wirklichkeit, was dann wirklich gemacht wird, wird von dem Wal gemacht. Im Großen und Ganzen. Okay. Das müsst ihr schön zu Hause machen. Damit ihr alle, wer hat schon Docker bei sich installiert? Ja, eins, zwei, die Hälfte der Hände geht hoch. Ein paar kann ich nicht sehen. Ich denke mal, damit fängt es jetzt mal an. Wenn wir das getan haben, dann müssen wir uns jetzt den Container besorgen, wo RabbitMQ drin ist. Dafür gehen wir nach Docker Hub. Also, wenn ich ein Programm geschrieben habe, zum Beispiel das RabbitMQ, kann ich das in so einen Docker Knoten installieren. Dann kann ich von diesem Docker-Knoten ein Image ziehen, einfach ein binäres Backup ziehen. Und das kann ich jetzt verteilen. Ne, das kann ich an andere Leute schicken und sagen, hey, hier ist so ein Docker-Container, den kannst du jetzt ganz leicht starten. Und dann hast du so ein RabbitMQ bei dir installiert. Das geht wirklich mit einer Zeile, das ist wirklich super simpel. Echt coole Sache. Jetzt muss ich aber, ja, dieses Verschicken ist jetzt noch so ein Problem, ne? Und deswegen gibt es ein sogenanntes Registry. Das ist hier dieses Docker-Hub-Ding. Das ist einfach ein Ort in der Cloud, wo alle möglichen Leute coole Docker-Container hinschicken. Und die werden da in einem zentralen Rechner-Cloud gelagert und dann gibt es eine Web-Oberfläche, da kann man danach suchen. Und da können wir jetzt sagen, oh, ich hätte so einen RabbitMQ-Knödel gerne. Und dann sagt er, ja, davon habe ich eine ganze Menge. Ich habe den RabbitMQ-Knoten, das ist irgendwie der Official Image. Das ist einer, der ist von den Docker-Leuten offiziell für gut erklärt worden. Na, jeder Typ, auch ihr, sobald ihr bei Docker habt, euch einen Account gemacht habt, kann da Docker-Knödel, Docker-Container hochladen. Die Dinger, die man da findet, sind auch zum Teil virenverseucht und alles Mögliche. Muss man so ein bisschen aufpassen, welchen man da so kriegt. Na? Und ihr ladet euch ein fertiges Programm auf euren Rechner runter und führt das nachher bei euch aus. Ne? Es ist genauso wie hier auf der Webseite, wenn ihr da so einen komischen Browser, so ein Pop-up kommt, bitte installieren. Ne? Genau die gleiche Nummer. Okay, es gibt einen von Bitnami und RabbitMQ, es gibt einen Carbuddle RabbitMQ Exporter, es gibt einen Pivot RabbitMQ, bla 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 bla. Sind wahrscheinlich alles die gleichen, keine Ahnung. Ich habe mir nur den offiziellen angeguckt, diesen hier. Nun, da steht dann immer so ein bisschen drinne, was muss man hier so alles tun.
Im Wesentlichen steht hier, wenn du diesen Docker-Container bei dir auf deinem Rechner, in deinem Wahl, auf deinen Rechner Wahl laden möchtest, musst du ein Docker Pull RabbitMQ machen. Kann man mal machen? Nö, ist doof. Ne? Und du kannst dir sogar noch aussuchen, auf welcher Hardware du das haben. Nee, das verstehe ich nicht. Was ist, kann man hier aussuchen, Sebastian? Weißt du das? Hier oben kann man sich irgendwas, ein Betriebssystem aussuchen. Linux ARM oder Linux IBM oder PowerPC oder x86. Das kannst du mal laut machen? Hast du denn? Ja, also du kannst spezifisch zu jedem System, auf dem du das laufen lässt, noch zusätzlich in diesen Tag reinschreiben, ob du das für ARM oder für irgendein Power-PC haben möchtest, dann ist das ein anderes vorkompiliertes Image. Wenn man das weglässt, dann macht er das standardmäßig bis x86-64, also das Okay. typische PC-Image, Also. ohne ARM oder seltsame Prozessoren-Architektur. Okay, ich hatte prinzipiell gesagt, dass es von der Hardware völlig unabhängig ist, natürlich gelogen. Diese verschiedenen Docker-Images sind für verschiedene CPUs optimiert. Und je nachdem, was für eine CPU ich in meinem Hardware-Rechner habe, ist es besser, das eine oder das andere Image zu holen. Ich habe x86-64, das heißt, ich bin mit dem Default sehr zufrieden. Es funktioniert noch nicht. Also gut. Ja, bei mir hat er das Richtige geholt und der weiß irgendwie auch Bescheid und alles ist gut. Hier steht dann so How to use this image. Im Wesentlichen steht hier ein relativ komplizierter Befehl, Docker run minus d, bla 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 bla. Das machen wir nicht. Das ist viel zu kompliziert. Wir machen es viel einfacher. Wir machen Docker Compose, das geht viel einfacher. Hab Vertrauen. Im Wesentlichen sagt man damit, hey, Val, kannst du mir bitte diesen Container hier starten und dann ausführen, damit der läuft? Ne? Und da gibt es noch eine ganze Menge andere Dinge, die hier noch zu tun sind. Man kann so einem Docker-Container Memory Limits checken. Das macht bei RabbitMQ wahrscheinlich sogar unter Umständen Sinn, oder? Ah, okay. In einem Produktivsystem müsste man darüber nachdenken. Wir haben schon mal Message Broker bei uns auf der Avocado laufen gelassen gehabt. Und wenn man denen nicht Einhalt gebietet, dann sagen die, gib mir mehr Hauptspeicher und dann irgendwann hat man keinen mehr für was anderes. Na? Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Dann gibt es einen Erlang-Cookie. Ich habe nicht den Schatten einer Ahnung, was das alles tun soll. Das ist, glaube ich, wenn man mit mehreren RabbitMQs auf verschiedenen Rechnern die verbinden möchte oder irgendein Mist. Es gibt ein Management-Plugin. Das brauchen wir. Damit bekommen wir eine Web-Oberfläche, mit der wir in unseren RabbitMQ reingucken können. Das wollen wir gerne haben. Weswegen wir RabbitMQ 3-Management haben wollen. Das heißt, das ist RabbitMQ ist der Name von dem Container. Da kann man noch einen Tag dran sagen. Das ist im Prinzip eine Version, die wir haben wollen. Und wir brauchen die 3-Management-Version. Und dann war es das. Dann kann man da noch Environment-Variablen setzen, lauter schöne Dinge. Lest euch das mal in Ruhe und gründlich durch. Da lernt ihr ganz viel dabei. So, starten, starten, starten. Also, ich hatte das im Großen und Grunde schon mal vorbereitet. Und ich mache das eben nicht über so einen Docker run, sondern ich habe eine Datei geschrieben, die nennt sich Docker Compose YAML, YMNL, YML. Docker Compose YAML ist jetzt im Prinzip eine Beschreibung, was von einer Liste von Containern, die ich bitte starten möchte. Und im Augenblick möchte ich nur einen Container starten, nämlich den RabbitMQ Doppelpunkt 3-Management-Container. Fangen wir nochmal ganz oben an. Diese YAML-Datei hat sich im Schema weiterentwickelt über die Jahre.
Am Anfang gab es diese Versionsnamen gar nicht, die könnte man weglassen. Dann ist man bei Version 1. Irgendwann haben sie gesagt, oh, wir wollen gerne ein bisschen umstrukturieren, haben Version 2 gefunden. Ein paar Jahre später haben sie gesagt, nee, wir strukturieren nochmal um. Das ist jetzt Version 3. Das heißt, das Format hier ist eben kompatibel zur Schema-Generation 3. Der Reader, der diese YAML-Datei einliest, guckt nach, gibt es so einen Versionsfleck? Wenn ja, dann weiß er, ah ja, ich muss jetzt das, die und die Datenfelder kann ich erwarten, die und die Angaben, so ist das aufgebaut. Wenn da stünde Version 2 und er hätte jetzt aber eigentlich gerne Version 3, dann macht er so eine Schema-Migration. Das könnten wir noch schön einbauen, das lernen wir noch, wie das geht. So, im Wesentlichen sagt er, ich beschreibe, meine YAML-Version ist wie folgt, benutzt das YAML-Schema Nummer 3 für Docker Compose. Das sagt, ich hätte gerne folgende Services. Services sind Container, ne? Ja, ich glaube schon. Wir wissen es nicht ganz genau. Und zwar den ersten nenne ich Rabbit. Und der soll gebaut werden, bitte, von diesem Ding, das du bei Docker Hub findest. Und dann gibt es Ports. Wichtige Sache. Dein Pattern-Vorlesung. Ich hatte ja gesagt, die Dinger hier wollen miteinander sprechen. Ne? Und Programme, die sind im Adressraum gegeneinander gesprochen, wenn die direkt miteinander sprechen wollen, machen die das immer über irgendwelche Ports. Ne? Und dann musst du aber immer sagen, ich hätte gerne auf dem Rechner da hinten mit der und der IP über dem Port mit dem Typen hätte ich gerne gesprochen. Das ist wie eine Telefonnummer im Großen und Ganzen. Der Broker hier macht einen Port auf, dieses Programm. Aber ich hatte ja gesagt, Rechnerknoten sind natürliche Lebensräume für Ports. Das heißt, im Prinzip ist dieser Port, den der Typ hier aufmacht, und zwar der Port 5672, das ist der, auf dem nimmt dieser RabbitMQ Messages entgegen. Und dieser 5672-Port, der ist jetzt erstmal nur innerhalb von diesem RabbitMQ-Node sichtbar. Von dem ich die IP-Nummer noch nicht mal weiß. Und eine der gut gehüteten Geheimnisse von Docker ist, ich sage dir die Nummern, die IP-Nummern von meinen internen Knödeln nicht, das geht dich nichts an. Und ich ändere die auch gelegentlich. Ne? Also verlass dich nicht darauf, dass die immer so sind. Du kannst mich danach fragen, aber ich sage dir das nur sehr ungern und ich lüge dich da an und benutze das gefälligst nicht. Ne? So, jetzt möchte ich aber bitte innerhalb meines Windows-Rechners auf dieses Ding da zugreifen können. Das ist aber virtuell ein anderer Node. Und was man dann macht, ist, der Val kann so eine Port-Forwarding machen und eine Port-Weiterleitung. Der sagt einfach, naja, ich laufe ja eigentlich hier unterhalb oder neben oder bei diesem Windows. Ich kenne diesen Windows-Knoten da. Und den Knoten, Nummer habe ich schon wieder vergessen, 5672, diesen Port, der jetzt hier eigentlich an dieser Grenze auf ist, den leite ich jetzt mal weiter und verknüpfe, mache hier auf dem Rechner in meinem Windows Localhost den gleichen Port auf und alle Nachrichten, die von hier kommen an diesen Port, schicke ich an den Port, den gleichen Port von dem Windows-Rechner weiter und umgekehrt. Ich verknüpfe die dann im Wesentlichen. So, das heißt, was diese Zeile hier im Großen und Ganzen macht, ist, die sagt, öffne bitte auf meinem Windows-System den Port 5672 und verknüpfe den mit dem lokalen Port 5672 in meinem Container. In diesem Rabbit-Knoten. Oder andersrum. Ich meine, das ist so. Ne? Genau. So, unser Rabbit-Knoten, unser Rabbit-Programm, der Broker macht einen zweiten Port auf. Nämlich den Port 15672. 15607 72. Das ist der Port, auf dem man diese Management-Oberfläche hat, wo man in diesen RabbitMQ reingucken kann, wie es dem so geht. Und weil mir der 15672 zu lang war, habe ich gesagt, ach, unter Windows möchte ich bitte, dass das die Nummer 8910 hat. Okay. So, und damit habe ich jetzt mehr oder weniger vollständig beschrieben,
wie ich dieser Revit-Container aussehen soll, wenn er dann läuft. Na, den kann ich jetzt starten. Alt F12. Aha, ein Terminal. So, wenn ich die Datei tatsächlich docker-compose.yml genannt habe, dann kann ich hier jetzt schreiben, also ich könnte schreiben Docker ran und dann ganz, ganz furchtbar viele Parameter. Und im Wesentlichen alle die Dinge, die ich da in diese Compose-Datei geschrieben habe, könnte ich ihm sagen, lass die jetzt mal bitte laufen. Oder ich schreibe docker-compose und dann sage ich nur ab. Starte bitte die Container oder den Container, der in diesem Compose beschrieben ist. Wir werden später in diesem Compose eben noch für unseren Shop und unseren Storage Service auch Eintragungen machen. Und dann können wir alle drei Rechnerknoten auf automatisch hochfahren mit diesem einen Kommando Docker Compose ab. Wenn ich das tue, dann macht er viele, viele Dinge. Tatsächlich hat der jetzt das relativ schnell gemacht. Wenn ihr das erste Mal macht, wird er sagen, boah, das Image RabbitMQ --3-Management, das kenne ich gar nicht. Oh, ich hole das mal gerade von Docker Hub. Dann lädt er so wieder das halbe Internet runter. Wenn er das geschafft hat, und dann sagt er so, ich versuche das mal zu starten. Ui, habe ich jetzt gerade gestartet. Und dann sagt er, oh, da drin ist ein Programm, das macht viele Ausgaben, die zeige ich dir hier mal an. Und das ist das, was wir jetzt hier die ganze Zeit gesehen haben. Und im Wesentlichen steht jetzt hier, RabbitMQ Management hat gestartet, RabbitMQ Web Dispatch hat gestartet, RabbitMQ Management Agent hat gestartet. Viele komische Dinge haben gestartet. Wir können das prinzipiell sehen, aber wollen wir das? Nee, ne? Also ich könnte mir Docker PS angucken, da sehe ich, nee, ja. Wenn der hier das Ding hat gesagt, es läuft. Ne? Und hier kommen auch nachher die ganze Zeit Log-Messages, die wir uns immer wieder angucken können, dann sehen wir, dass der ganze Kram hier noch läuft. Okay, wir haben ja gesagt, wir haben uns jetzt da so einen Port aufgemacht. Das glaube ich ja alles gar nicht. Ne? Und ich habe das ja weitergeleitet auf localhost 8910. Könntet ihr das sehen? Nicht wirklich. Localhost 8.8910. Das 8910, habt ihr Erinnerung, das war das, wo man diesen Management-Zugriff auf das RabbitMQ kriegt. Diese Seite, die ich jetzt hier sehe, kommt von meinem Localhost 8910, meinem lokalen Broker, der da irgendwo in diesem Docker-Wal vor sich hin, auf diesem Docker-Wal durch die Gegend schippert. Und da steht in der Seite von RabbitMQ bei Docker Hub, log dich da als Guest ein. Und dann sagt er, oh, dein Passwort kommt mir echt komisch vor, mir doch egal. Und dann bin ich hier drin. Und dann kriege ich so ein Overview, da steht irgendwie drin, Ctrl Minus, Ctrl Plus, nee, so groß kann er nicht. Ja, so fröhliche Statistiken. Ne? Und im Wesentlichen steht da drin, ich habe nichts zu tun. Ist gerade langweilig. Ne? Also gar nichts, es gibt keine Connections, es gibt keine Channels, es gibt keine Exchanges, es gibt keine Queues, es gibt nichts zum Administrieren, ist alles irgendwie leer. Okay, doch, es gibt ein paar Check-Exchanges, das sind so interne Dinger, die benutzt RabbitMQ intern selber. Okay, wir kommen hierhin gleich zurück. Hey, wir haben ein RabbitMQ auf meinem Rechner hier installiert, gestartet, läuft, wir können mit ihm sprechen, der hat eine Web-Schnittstelle, da können wir reingucken, alles ist großartig, der Teil ist fertig. Das heißt, später wird das eben so sein, dass ihr, damit eure Tests laufen, als allererstes immer so ein Docker Compose Blank abmacht und dann funktioniert der ganze Kram schon mal. Dann habt ihr den am Start, dann könnt ihr auch immer sehen, was da so passiert. Der hat jetzt hier nicht gesagt, dass sich irgendwer verbunden hätte, alles ist gut. Gut, hey, das ist toll. Interpreter Test, Start. Kommen wir zu den schönen Dingen, die hier stehen. Das ist eine Bibliothek, die man für Java benutzen kann, um mit dem RabbitMQ Broker zu sprechen, um damit Nachrichten hinzuschicken und Nachrichten von dem zu holen.
Die müssen wir einbinden. Dafür brauchen wir ein Build.gradle. Und dann braucht man im Wesentlichen diese Zeile hier, wo man sagen muss unter den Dependencies, hey, ich hätte zur Compile-Zeit gerne, weil ich das eben nachher im fertigen laufenden Programm habe, komm RabbitMQ, Doppelpunkt MQP Client, Doppelpunkt 590. Habe ich gegoogelt, das ist der, den man nimmt. Oder der, den ich genommen habe, der funktioniert. Ne? Da sagt man so, googelt man so, hey, Gradle Dependency für RabbitMQ, Java, dann kommt das raus. Im Wesentlichen. Dann probiert man so ein bisschen rum, guckt sich die Doku an, holt sich da diese eine Zeile her und sagt, alles klar, dann Build irgendwie Dependencies, Gradle Dependencies aktualisieren. Schon kann man darauf zugreifen. Hey, so, haben wir schon eine Stunde rum oder haben wir noch eine halbe Stunde noch? Ja, wir überziehen wieder. Wir haben schon böse gesagt, das geht nicht so schnell. Aber ich habe noch gar nicht so viel rumgelabert. Shops, Service. So, jetzt kommen komplizierte Dinge. Also, was man als erstes machen ist, man muss eine Connection Factory haben. Ne, die haben auch das Designblätternbuch gesehen und haben gesagt, wir brauchen Factory, sonst sind wir nicht richtig cool. Ne? Der Factory sagt man dann, wo der Broker läuft. Auf Localhost. Weil wir den Default-Port verwenden, diesen 5672, brauchen wir hier keine Portnummer angeben, alles schon fertig. Dann sagt man dieser Factory, oh, mach mir doch mal eine Connection. Ja, das ist eine Factory-Method übrigens. Und dann habe ich ein Connection-Ding. Und ich habe wirklich nicht verstanden, warum ich die brauche. Und was der Unterschied zwischen einer Connection und einem Channel ist. Und warum es die beide gibt. Weißt du das, Sebastian? Was da welcher von denen macht? Ich habe immer das Gefühl, einer von denen ist zu viel. Aber okay. Ich habe es einfach noch nicht verstanden. Okay, wenn ich eine Connection habe, dann kann ich sagen, oh, ich hätte jetzt gerne einen Channel. Was immer der Unterschied ist, fragt Sebastian. Prinzipiell mache ich ab jetzt alles mit diesem Channel. Und jetzt kommen verschiedene Dinge, wie man den benutzen kann. Und dazu gibt es natürlich eine großartige Anleitung im Internet, nämlich das Reddit MQ Tutorial. Ne, das müsst ihr einfach mal googeln. Da steht das eigentlich alles wunderschön beschrieben, wie das so funktioniert. Was es so gibt, ist, es gibt immer einen Producer. Das ist ein eigenständiges Programm, das Nachrichten generiert. Dann gibt es Queues. Dann gibt es Clients. Und man könnte die Dinger so miteinander verbinden, tun wir aber nicht. Und dann steht hier prinzipiell erklärt, was man alles importieren muss und wie dann so ein Send funktioniert und solche Dinge mehr. Guckt euch das mal an, arbeitet das durch. Hier ist dieses Q-Declare erklärt, was man so alles machen muss. Was wir machen ist, wir benutzen das in einer ganz bestimmten Art und Weise und das ist viel, viel schöner hier erklärt. Bei Cloud AMQP, Asynchronous Message QP, weiß ich nicht. Protocol. Das ist das, was wir hier verwenden. Ich fand es hier sehr gut erklärt. Müsst ihr mal irgendwie googeln, nach dem kam. Wenn hier Lovisa euch anguckt, habt ihr die richtige Seite gefunden. Und hier steht im Prinzip erklärt, wie RabbitMQ eigentlich arbeitet und wie man das konfigurieren kann. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, RabbitMQ zu konfigurieren. Du kannst einen Producer haben, der erzeugt eine Message. Der schickt diese Message erst an ein sogenanntes Exchange. Gibt es beim Postamt ab. Das Postamt sagt, da kann ich jetzt zu so einem Exchange, das ist tatsächlich schon mit einer ganz bestimmten Postleitzahl versehen, kann ich verschiedene Empfänger haben. Da gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man das machen kann. Ich kann gleichberechtigte Empfänger haben. Dann macht er das so Round-Robbing. Ne? Der erste Nachricht geht an den, die zweite Nachricht geht an den, die dritte wieder an den dann wird das einfach immer reihum gemacht. Ist das Default? Ist hier alles wunderhübsch erklärt. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, mit Hilfe von einem Routing-Key, Nachrichten, die folgenden Schlüssel haben, gehen bitte an den, Nachrichten mit einem anderen Schlüssel gehen bitte an den.
Ne, da kann ich dann sagen, so PDF-Create-Dinger bitte an den schicken, PDF-Log-Dinger bitte an den schicken. Dann kann ich verschiedene Empfänger haben und dieser Broker macht für mich auch so ein bisschen, ja, Mailverteiler. Ne, wer muss das jetzt genau bekommen eigentlich mal? Dann gibt es ein Topic-Exchange, da kann ich sagen, das geht jetzt bitte schön an alle Leute, die sich für folgenden Topic interessieren, für folgendes Keyword interessieren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, müsste das eigentlich schon so funktionieren, dass wenn sich zwei Leute angemeldet haben für den gleichen Topic, dass die das dann auch beide kriegen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Uah, da hätten wir das gut nehmen können. Das ist das klassische Publish-Subscribe. Als ich die Sache gelesen habe bei Stack Overflow, standen, mach das noch mit einem Fanout. Fanout sagt, schick das nicht einfach nur an einen oder an bestimmte, sondern schick es einfach stumpf an alle, die sich da angemeldet haben. Ne? Und Topic wäre vielleicht auch eine schönere Sache gewesen. Probiert doch mal Topic aus. Das fände ich auch sehr, sehr schön. Okay, das heißt, jetzt kommt eine Nachricht, die schicke ich an einen Exchange und dann geht das an alle Queues, die sich an diesen Exchange angemeldet haben, an. Das Spannende ist jetzt, dass der RabbitMQ dieses Ausliefern der Nachrichten so zeitverzögert machen kann. Diese Queue kann die buffern für mich, wenn der Empfänger gerade down ist oder neu gebootet wird oder aus irgendeinem Grund nicht erreichbar ist oder sich stumpf nicht abholt, den Scheiß. Das heißt, ich mache prinzipiell für jeden, der irgendwie so eine Nachricht bekommen habe, eine persönliche Queue, die ich nach ihm benenne. Und da holt er sich seine Inbox, da holt er sich die ab. Beim Abholen kann ich noch sagen, ich möchte die schon mal lesen, aber lass die bitte in der Queue. Oder ich muss ein Acknowledge schicken, habe ich empfangen, jetzt kannst du sie aus der Queue löschen. Wichtige Dinge. Okay, und diesen Setup habe ich jetzt gebaut. Ich habe einen Exchange gebaut, wenn der Shop Nachrichten an das Warenlager schickt. Hier ist eine neue Bestellung. Da drin habe ich zwei Queues. Eins ist tatsächlich das Warenlager, das die Nachrichten empfängt. Die andere Queue benutzt mein Test. Der hängt sich einfach auch noch da dran und sagt, oh, ich würde das gerne mitlesen. Schick mir mal bitte Durchschläge, damit ich sehe, welche Kommunikation da abläuft. Na? Okay, und jetzt, was wir als erstes bauen, ist so einen Exchange und eine Queue, um Nachrichten an unseren Store zu schicken. Ne, Shop ist da, wo die Web-Oberfläche ist, wo die Bestellungen reinkommen. Store oder Storage ist der, wo die Warenlager ist, wo die nachher das Picking stattfindet. Okay, und jetzt mal gucken, ob ich das alles richtig gemacht habe. Hiermit sage ich dem Channel, ich hätte gerne so ein Exchange, ne, so einen Marktplatz, mehr oder weniger. Und ich nenne den jetzt mal Shop-to-Store-Exchange. Auf diesem Exchange schickt der Shop alle Sachen, die für den Store gedacht sind. Und dann holt der Store sich die nachher mit einer Queue ab und der Test holt sich die dann nochmal mit einer Queue ab. Und der Typ ist jetzt Fanout. Ja, und da hätte ich jetzt eben auch Topic oder die anderen Sachen machen können, die wir da eben auf dieser schönen Seite beschrieben bekommen haben. Nehmt, was euch am besten gefällt. So, damit habe ich jetzt im Wesentlichen aus meinem Programm heraus dem Broker gesagt, du, mach mir doch mal so ein Exchange-Ding und nenne es Shop-to-Store. Wir können das gleich laufen lassen, dann sehen wir das auch in unserer Management-Oberfläche. Wollen wir das jetzt hier machen? Nee, ist mir zu kompliziert. Dauert zu lange. Ja, wir haben nicht genug Zeit. Dann verfranze ich mich wieder so. So, das nächste, was ich mache, ist, ich deklariere eine Queue. Na, und wir sind hier in dem Shop-Service. Ah, ich habe unseren alten Mockup-Service umbenannt in Shop-Service, weil ich das schöner fand. Ne? Also der ist jetzt eben nicht mehr eigentlich ein Service, der hauptsächlich dafür ist, um Graphical User Interface Mockups zu bauen, sondern das ist jetzt der, um den Shop zu betreiben. Fand ich am einfachsten. Da habe ich einfach umbenannt, deswegen nennt sich das Ding jetzt Shop-Service. Der hat einen zweiten Editor bekommen. Der hat immer noch diesen Mockup-Editor, mit dem die HTML-Seiten verwaltet werden und diese have-page, have-line, have-label, have-input-Kommandos bearbeitet werden. Und er hat jetzt einen zweiten Editor, den ich gebaut habe, den gucken wir uns gleich noch an,
Da werden eben die Kommandos verwaltet, die tatsächlich logisch sind. Ne? Also hier ist eine Bestellung, die Bestellung hat den Status geändert. Das sind genau die beiden Kommandos, die der kann. Okay. Hier waren wir. QD Clear. Wir sind im Shop und sagen, da kommt gleich ein Store. Der möchte bitte eine Warteschlange haben. Da möchte ich bitte, dass für den ein Briefkasten, eine Inbox eingerichtet wird, wo der seine Messages empfängt. Und das sage ich dir jetzt schon mal, weil dann kann ich schon Nachrichten schicken, obwohl der Kollege noch gar nicht am Start ist. Ne, die machen erst 2 Stunden später auf, aber ich möchte jetzt schon, dass du da für den so einen Briefkasten anlegst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. An dieser Stelle ist RabbitMQ cooler als MQTT. Bei MQTT war das immer ein mittelgroßer Punk. Wenn du eine Nachricht verschickt hast und der Empfänger war nicht da, dann war die halt weg. Na? Bei RabbitMQ werden die Nachrichten gebuffert, bis der sich die wirklich abholt. Und was ich hier gerade mache, ist, ich lege diesen Puffer an. Und das muss nicht der Empfänger selber machen, das kann auch der Sender machen. Ist egal, wer das macht. Tatsächlich ist bei RabbitMQ üblich, dass einfach alle das machen. Also jeder sagt, ich sehe folgende Konfiguration und ich hätte gerne da noch diese Queue und ich hätte gerne das noch. Und aus dieser Summe aller dieser Konfigurationen wird dann auf der Brokerseite die Gesamtkonfiguration gebaut. Okay, unser Shop sagt jetzt, wir brauchen diesen Exchange, wir brauchen diese Queue. Durable bedeutet, ich möchte, dass die Nachrichten auf die Festplatte gespeichert werden im Broker, falls der Broker abraucht und neu gestartet werden muss. Dann sind die danach immer noch da. Das habe ich jetzt mal auf Force gesetzt, brauchen wir für uns nicht. Exclusive weiß ich nicht genau, Auto-Delete, lauter schöne Dinge. Read the fucking Doku. Na, also so steht es, das ist der Default, habe ich einfach gelassen. Und dann macht man ein Q.bind. Das Q.declare legt dieses Kästchen an, das Q.bind macht diesen File. Sagt dem Exchange, schickt die Nachrichten gefälligst dahin. Na? Und ja, das ist aus irgendeinem Grund, sind das 2 Befehle und nicht einer. Und da sagt man eben den Namen der Queue und dem Exchange, das ist dieser Marktplatz, wo die Nachrichten reinkommen. Okay, hey, das hat geklappt, hoffentlich. Hier kann man noch so ein Routing-Key angeben. Das wäre jetzt das Wichtige, wenn man so ein Topic aufgemacht hätte. Dann müsste man hier den Topic angeben, glaube ich. Weiß ich aber nicht so genau. Okay, habe ich jetzt einfach nicht gemacht. Wenn ich hier oben Fanout eingestellt habe, dann ignoriert er den Routing-Key. Lies das in der Doku. Steht alles ganz genau erklärt. So, jetzt baue ich mir eine Nachricht. Hello from the shop. Dann mache ich ein Publish. Ich schicke jetzt tatsächlich eine Nachricht. Das geht über den Channel. Basic Publish ist der Befehl, den ich im Internet gefunden habe. Dann sage ich, an welchen von diesen Exchanges, an diesen welchen Marktplatz soll das bitte geschickt werden? Welcher Routing Key soll benutzt werden? Irgendwelche weiteren Properties, die ich nicht weiß. Und das geht in einem Byte-Format. Ordentliche Menschen würden hier noch angeben, dass UTF-8 irgendwie verwendet werden soll. Habe ich jetzt mal irgendwie weggelassen. Aus Schlamperei, ihr macht das bitte. Ne? Und Max zieht euch Punkte an, wenn ich. Hey, cool. Okay. Und dann gebe ich hier noch aus, dass ich das jetzt gemacht habe. Ne? Shop has sent this message. Weil es wahnsinnig schwierig ist, nachher zu sehen, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wo es schiefgegangen ist. Ne, weiß ich dann einfach nicht. Okay, also was ich jetzt gemacht habe, ich habe den Exchange deklariert, ich habe die Queue deklariert, ich habe die aneinander gebaut und habe schon mal probehalber eine Nachricht geschickt, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Na, im Augenblick ist an dieser Queue noch kein Listener dran, der die Nachrichten empfängt. Das heißt, die wird jetzt einfach gepuffert. Ne? Wir haben den Storage ja noch nicht gestartet, der das Ganze verwendet. Hey, das war schon das Schwierigste. Das Ganze werden wir jetzt noch ein paar Mal sehen. Mockup-Interpreter-Test. Ne? Das passiert hier im Shop-Service-Start. Dann kam hier dieser JSON-Objekt-Scheiß, bla 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 bla. Jetzt brauche ich mal hier unten. Oder wollen wir uns erst den Storage angucken? Storage ist, glaube ich, noch cooler. Wo wird denn der Storage gestartet? Tyralyralü, hier, haha. Jetzt irgendwann, viel, viel später, starte ich den Storage.
der Storage im Start hat kein Java Spark. Den kann ich nicht per HTTP oder irgendwelche REST-Sachen ansprechen. Das interessiert mich nicht. Der horcht nur an RabbitMQ. Der ist vollkommen asynchron und der sagt, ich kann das nicht. REST-Sachen nerven mich zu sehr. Ich mache nur Messages. Okay? Das heißt, der hat eben nicht hier oben irgendwelche JavaSpark-GET-Deklarationsgeschichten und irgendwelche Routen und solche Dinge mehr, sondern der macht hier direkt wieder, tu mich eine Factory, connecte dich to localhost, mach mir eine Connection, mach mir einen Channel, exchange die clear und das ist jetzt einfach exakt der gleiche nochmal. Und der Grund dafür ist, wenn später irgendwann mal der RabbitMQ neu gestartet wird und dann erst der Store gestartet wird und danach der Shop und der Store würde jetzt schon versuchen, irgendwas zu publishen und den Exchange gibt es aber noch gar nicht, dann wäre das irgendwie doof. Und deswegen wird das einfach doppelt gemacht, ne? Weil ich nicht weiß, wer von denen später als erstes gestartet wird, deswegen machen die das einfach beides. Und außerdem brauche ich ja diesen Exchange hier. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich deklariere diese Store-Queue mit genau den gleichen Parametern wie auf der anderen Seite auch. Und dann kommt das nachher beim Hochfahren, beim RabbitMQ bei diesem Broker an und der sagt, ja, weiß ich alles schon, prima, habe ich. Oder kommen hier zusätzliche Sachen, auch schön. Wunderschön. Q-Bind, alles genauso das gleiche wie eben. Und jetzt ist das, was neu kommt, ist, hier unten ist auch so ein Publish, Storage has sent und also ein Kram. Und hier kommt so ein Basic Consume. Da sage ich, oh, jetzt würde ich bitte gerne Nachrichten empfangen. Das habe ich jetzt hier weiter oben stehen, hatte ich aus Testgründen, aber eigentlich ist das egal, wo das steht. Ich kann das auch noch ein bisschen später machen und ich tue das jetzt mal hier hinterhin. Hier habe ich jetzt schon wieder Nachrichten verschickt, auch über diesen Shop-to-Store-Exchange. Einfach nur mal zu sagen, hey, der Storage ist auch hochgefahren, ne, weil ich das sehen wollte. Das ist wie printf. Ne, ich wollte einfach sehen, schafft der das? Ne, hat der Storage sich richtig zum Broker verbunden? Deswegen mache ich hier dieses Publish. So, jetzt kommt hier das spannende Basic Consume. Der sagt, wenn an der Store Queue, ne, also irgendjemand schickt an den Exchange, da habe ich mich mit der Queue dran gebindet, und wenn auf der Store Queue eine Nachricht ist, dann liefere mir die bitte jetzt auf, dann mache ein Auto-Acknowledge True, das bedeutet, nachdem du sie mir geliefert hast, kannst du sie löschen. Damit quittiert man den Empfang und sagt man, alles klar, ich habe den Brief richtig erhalten. Dann sagt man, ruf bitte die Methode Handle Shop to Store Message auf und Consumer Text habe ich nicht verstanden. Lest die Doku. Na? Im Wesentlichen sagt man, wenn in Store Queue eine Nachricht ist, ruf mit dieser Nachricht den Handles Shop to Store Message auf. Das ist diese Methode. Die habe ich geschrieben. Die kriegt den Consumer Tag und irgendein Delivery übergeben und keine Ahnung. Consumer Tag ist, glaube ich, irgendwie wichtig. Nee, Delivery ist wichtig. In Delivery, da steht die Message nachher drin und mit Delivery GetBuddy kann ich mir die besorgen. Und dann kann ich hier einen String drauf machen. Guck mal, und hier habe ich sogar UTF-8 hingeschrieben. Den habe ich wahrscheinlich von irgendwo kopiert. Das ist jetzt der Text der Nachricht, die ich bekommen habe. Da steht jetzt sowas drin wie Hello from the Shop, Hello from the Store und später werden da JSON-Nachrichten drin stehen. Hier mache ich ein System Out, um zu merken, ist die Nachricht, die der Shop geschickt hat, beim Store angekommen. Das hat bei mir eine ganze Zeit lang nicht funktioniert. Deswegen diese Nachricht hier. Dann kann ich das auf der Konsole sehen. Und wir werden dann nachher sehen, dass diese Nachrichten auf der Konsole einen vollkommen fertig machen und dass die wirklich unübersichtlich sind und werden deswegen anfangen, uns einen Szenariografen zu bauen. Eine Szenariobeschreibung in HTML, da ist das 10-mal übersichtlich. Okay, ich habe dann jetzt hier sowas gebaut. Oh, wenn die Nachricht mit einer geschweiften Klammer beginnt, dann macht da ein JSON-Objekt draus und dann macht da ein Command draus und dann führt das Command aus. Machen wir später. Okay. Wunderschön. Ctrl-Tab. Mockup-Interpreter-Test. Den will ich haben. Genau. Jetzt bin ich wieder in dem Test. Gehen wir nochmal ganz nach oben, was da so alles so passiert.
Der startet den Service, der macht den MQ auf, legt schon mal Exchange und Q an und schreibt da schon mal fröhlich rein, Hello from the Shop. Dann macht er hier diesen Open-API-Scheiß. Das geht bis hier. Dann öffnet er unseren Shop-Service. Vorher war das der Mockup-Service oder Interpreter-Service auf 4, 5, 6, 7, 8 und erwartet, dass da irgendwie ein Greeting mit Hello drin steht. Ja, das hatten wir ja gebaut. Dann öffnet er Input und dann sagt er, hey, schreib doch mal in Command in irgendwie Page P1, schreib da Line L1, B1 rein, L2, bla 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 bla. Das war dieser ganze Kram, wie wir uns die erste Page mal so zusammengebaut haben. Dann machen wir die Seite, die wir gerade zusammengebaut haben, auf und gucken nach, ob die richtig aussieht. Ne, das war alles alter Kram. Könnte inzwischen von mir aus auch da rausgelöscht werden. Schadet es aber nicht. Jetzt kommen neue Geschichten. Genau, die gucken wir uns gleich an. Jetzt gucken wir uns an, was der Test mit dem RabbitMQ macht. Ja, also ein bisschen später sagt der Test, oh, ich hätte jetzt eigentlich auch gerne mal gewusst, was da auf meinem Service alles so abgeht. Nun, ich finde, es ist ja schon so ein bisschen spät dran, aber nicht so viel zu spät. Weswegen der im Wesentlichen jetzt hingeht und sagt, hey, ich mache mir eine Factory, ich mache mir eine Connection, sage der, ich möchte Localhost, ich mache mir eine Connection, ich mache mir einen Channel, ich deklariere nochmal diesen Shop-to-Store-Exchange, weil vielleicht bin ich schneller als die beiden anderen Services. Deswegen ist es gut, das irgendwie jedes Mal zu tun. Und ich mache mir jetzt eine zweite Queue auf, eine Test-Queue. Wichtige Sache das. Test-Queue, ich binde die Test-Queue an den Exchange und ich schicke eine Nachricht, weil ich das immer so tue und publische die. Ne? Dann schreibe ich auf System-Out-Printline, dass ich sie gesendet habe. Und dann melde ich mich als Consumer an meiner eigenen Test-Queue an. Und mache hier wieder so ein Acknowledge-True. Wenn sich der Test, was ich aus Versehen gemacht habe, auch bei der Store-Queue als Consumer anmeldet, dann schreiben sich der Test und der Storage um die Nachrichten, die da drin sind. Wer sie zuerst abholt, hat gewonnen. Doof. Ne? Wenn man nicht dementsprechend... Und weil mit dem Auto-Acknowledge-True werden die gelöscht, deswegen brauchen wir, wenn wir mehrere Leute haben, die sich diese Nachrichten abholen wollen, die sich für die Nachrichten interessieren, brauchen wir für jeden von den Empfängern einen eigenen Queue, einen eigenen Briefkasten am Haus, wo ich die Nachrichten einwerfen kann, wo der sich die dann irgendwann mal abholt. So, das macht der. Und der macht jetzt im Wesentlichen Handle Shop-to-Storage-Messages in this. Und wir sind hier immer noch in dem JUnit-Test. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal so draufklicke, dann springt er dahin. Das ist hier irgendwie immer noch in diesem JUnit-Test. Was der da tut, ist, der fragt die Delivery, gib mir den Body, das ist ein Array of Byte, macht da eine Message drauf und tut diese Message in eine Message-List. Also, das Problem ist, dass diese Händler, dieses Handle-Shop-to-Store-Message, die werden natürlich asynchron in irgendwelchen eigenen Threads ausgeführt. Also und nicht in dem Thread, in dem der Test selber läuft. Und deswegen ist das relativ schwierig. Jetzt muss der Thread, der die Nachrichten empfängt, also der dieses Handle Shop to Store ausführt, und der Thread, wo diese JUnit Asserts drin sind, die müssen miteinander sprechen. Da könnten wir einen Socket für aufmachen. Oder per Broker. Ah, aber ist ein Problem. Und an dieser Stelle habe ich das gemacht, was ich in meiner Jugend immer gemacht habe. Ich habe eine Link-Blocking-Queue verwendet. Das ist von Java-util Concurrent ein Ding, da kann nebenläufig verschiedene Threads drauf arbeiten und die versprechen, dass da nichts passiert. Die kriegen das ziemlich gut hin, das sind Profis, die das gebaut haben. Versucht nicht, das selber zu bauen, nehmt das Ding. Das ist einfach nur eine Message-List, das ist einfach eigentlich eine Array-List. Da kann ich immer fröhlich reinschreiben und das sage ich messageList.add und ich kann hier ruhig ein Add rufen, während gleichzeitig einer einen Get oder einen Pop aufruft, um Nachrichten zu lesen. Das wird irgendwie intern mit Synchronized gehandhabt, funktioniert 1A. Geht nicht schief.
Und ich, nachdem ich die Nachricht jetzt hier empfangen habe, gebe ich noch auf. Der Test hat die Nachricht empfangen. Also ich habe jetzt tatsächlich vom Message Broker so eine Nachricht bekommen. Okay, und dann legt er sie hier drin ab in diese Message List. Jetzt müssen wir zurück nach hier. Hier habe ich das angemeldet, dass wenn Nachrichten auf dieser Test-Queue kommen, dass das bitte dieses Handle Shop aufgerufen werden soll. Der sammelt die in so einer Message-List, dann kann ich nachher prüfen, ist in dieser Message-List die Nachricht so und so drin und kann ich damit irgendwelche Dinge tun. Dann kann ich im Wesentlichen, jetzt starte ich den Storage-Service, ne, der macht auch da dieses ganze Gehampel. Und dann sage ich MessageList.take. Bei diesem ganzen Kram ist es jetzt im Wesentlichen so, dieses Start wird ausgeführt. Da werden irgendwelche Threads gestartet, die versuchen Verbindungen zu dem Broker aufzunehmen. Das passiert asynchron. Und das Start kommt unter Umständen schon zurück. Da hat er das noch gar nicht geschafft, diese Connection Factory auszuführen. Wenn ich Pech habe. Ne? Also da ist noch nicht wirklich, also die Nachricht hat den Broker noch nicht erreicht. Das heißt, wenn ich Pech habe, gibt es da, ist das noch nicht passiert und ich fange jetzt schon hier an nach, und erwarte jetzt hier, dass die Nachricht schon irgendwie angekommen ist, dass irgendeiner schon Hello gesagt hat. Das geht sehr leicht schief und deswegen muss man hier warten. Und dieser Stake macht genau das. Lest euch die Doku mal dazu drinne. Der versucht aus der Message List einen rauszunehmen. Wenn da keiner drin ist, dann wartet er, bis jemand da einen reintut. Ja, das hier ist ein blockierendes Warten. Das ist wie so ein Remote Procedure Call. Das heißt, jetzt warte ich, bis irgendeine Nachricht tatsächlich kommt und ich sage dann, ich erwarte, dass die erste Nachricht, die ich finde, hier mit einem Hello beginnt. Und wenn das alles geklappt hat, mache ich ein System Out Print Line. Puh. F9. Lass uns das mal laufen lassen. Und jetzt brauche ich noch so ungefähr eine Viertelstunde. Ja, ich überziehe nicht ganz so viel wie letztes Mal, versprochen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Vielleicht müsste der hier unten sagen, boah, da hat sich jemand zu meinem RabbitMQ verbunden. Aber jetzt kompiliert er erstmal noch. Gleich wird er kommen. Guest authenticated, granted access, lauter solche Dinge. Jetzt fährt unser Browser-Fensterchen hier hoch. Jetzt fängt er an, den Fern zu bedienen. Dann macht er die eine Bestellung und schickt die schon los. Und jetzt ist er hier auf System Out Print Line gelaufen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, oh, er muss eine Nachricht bekommen haben. Da müssen Nachrichten ausgetauscht worden sein. Huiö, huiö. Lass uns doch mal schnell in unserer im RabbitMQ Manager gucken, was da so passiert ist. Wir können jetzt den hier fragen, sag mal, was für Exchanges gibt es denn? Und da ist unser Shop to Store Exchange. Der hat das mitgekriegt, unser Broker. Wenn ich da drauf gehe, dann sagt er, oh, da gibt es eine Store Queue und eine Test Queue. Die sind hier dran gebunden. Ich könnte die jetzt auch löschen von hier. Dann könnte ich sagen, oh, Store Queue, wie sah es denn so aus? Und dann sagt er, ja, da waren Nachrichten. Der zeigt hier an, wie viele Nachrichten sind zu diesem Zeitpunkt gerade in der Warteschlange gewesen. Ne? Und dann hier zeigt er an, wie viele waren das. So, jetzt ist die Queue wieder leer. Schade, ne? Weil ich die alle mit abgeholt habe. Also irgendwer hat die Nachrichten abgeholt. Wunderschön. Sind jetzt aber irgendwie weg. Schade auch, ne? Wenn ich hier Get Messages mache, dann sagt er, nö, gibt es keine mehr. Gut, prinzipiell kann man das hier sehen, aber typischerweise, als ich da reingeguckt habe, waren die Nachrichten schon weg. Weswegen ich mir dann diese Test-Queue gemacht habe und dann holt sich mein Test die Nachrichten und zeigt sie auch an. Und er gibt die ja auch alle aus. Ne? Wir hatten ja in unserem Handle-Shop-Ding hier so Test has received gemacht. Das heißt, alles, was hinten in dieser Test-Queue angekommen ist, können wir jetzt eigentlich angucken. Dafür lasse ich das Programm mal gerade zu Ende laufen. Dann sieht man das am besten. So, und dann mache ich den hier mal zu. Und den hier mal ganz weit nach da rechts.
Das ist im Prinzip jetzt der ganze Trace, alle Nachrichten, die er so ausgegeben hat. Das ist hier der Gradle. Ich mache hier so ein paar Tasks fertig. Irgendwann sagt er, ich starte mal diese Tests. Die Sachen hier weiß ich nicht, bla. Dann kommt hier schon so eine Nachricht. Shop has sent hello from the shop. Das System out von dem Shop ist jetzt gestartet und hat irgendwie so ein Publish gemacht. Das ist alles schon durch. Na? Dann passieren irgendwelche Chrome-Driver, das sind von dem Selenite irgendwelche Ausgaben. Da, JUnit has sent. Na? Das sind jetzt alles die System out print lines von diesen Programmen, die da diese Connection mit RabbitMQ herstellen, die sagen, ja, ich habe das geschafft, ich habe keine Exception geworfen, ich bin bis hierhin gekommen. Eigentlich müsste jetzt eine Nachricht beim RabbitMQ irgendwo sein, unterwegs. Na? Und dann kommt tatsächlich, hey, Test has received, hello from JUnit Test. Der kriegt als erstes diese Nachricht, nicht die da oben. Reihenfolge ist mehr oder weniger zusätzlich. Wahrscheinlich ist es so, dass der JUnit-Test schneller es geschafft hat, die Connection hinzukriegen als der Shop. Ne? Ist relativ häufig so. Das liegt mit dem Scheduler von Java zusammen. Der Java Virtual Machine, die hat ja viele verschiedene Threads parallel laufen. Und im Augenblick haben wir diesen JUnit-Test gestartet. Ne? Und der ist in dem Thread dran. Und dann sagen wir den hier, starte mal den Shop. Da werden neue Threads gestartet, aber der sagt, okay, ich habe gerade keinen CPU-Platz für dich frei. Du bleibst mal liegen, ich mache mal weiter den Thread, wo ich gerade bin. Das heißt, der JUnit-Thread wird jetzt erstmal weiter ausgeführt und typischerweise schaltet der Java Virtual Machine Scheduler um, immer dann, wenn er auf irgendeine I/O-Operation trifft. Also wenn ich eigentlich das System auf Printline hätte, schon helfen müssen. Aber ja, ne, wir wissen es nicht. Wie dem auch sei, JUnit war schneller, offensichtlich. Ne? Test has received, hello from JUnit. Storage has sent, test has received. Jetzt sehen wir, wo das Problem ist. Hier gehen jetzt die Nachrichten von diesen drei verschiedenen Sachen, die da parallel nebenläufig ablaufen. Der Shop, der Storage, alle von denen quatschen die ganze Zeit mit dem Broker hin und her und kreuz und quer. Alle schreiben hier auf dieselbe Konsole. Das geht zeitlich vollkommen durcheinander. Und sich jetzt zu überlegen, warum kommt das in der Reihenfolge und warum kommt das beim nächsten Testlauf mal in einer anderen Reihenfolge, macht einen völlig fertig. Und rauszukriegen, wenn dann da irgendeine Nachricht fehlt, kommt die vielleicht ein bisschen später oder kommt die jetzt gar nicht mehr oder was ist jetzt da eigentlich schiefgegangen, das ist ein Brainfuck ohne Ende. Deswegen dieses Ausgeben auf der Konsole eine relativ schwierige Nummer ist. Was man immer unbedingt machen sollte, ist jede Drecksnachricht mit Absender versehen. Welcher Thread gibt das hier gerade aus? Dann kann man nachher aus der Konsole mal mindestens mal sagen, okay, für einen einzigen nebenläufigen Programm, das waren dem seine 5 Nachrichten, die sind auch in der und der Reihenfolge gekommen. Dann hat man so ein bisschen was Gefühl, welcher von den Threads ist wie weit gekommen. Das heißt, man sortiert sich die nachher wieder auseinander. Und das ist genau das, was wir gleich machen wollen. Okay, Storage has received, hello from Shop. Verrückt, der Storage hat auch Nachrichten bekommen. Storage has received. Die Nachricht erkläre ich gleich, das ist jetzt eben so eine JSON-Nachricht. Da passiert tatsächlich intern was, sage ich noch was. Service has received, JUnit-Test, der hat das relativ spät bekommen. Und jetzt hat er das Hello vom Storage, hat er seine eigene Nachricht bekommen, noch später. Der ist relativ spät hochgefahren worden. Da waren schon viele Nachrichten in der Queue, bevor er selber gepublished hat. Das macht tatsächlich alles Sinn. Und dann ist es fertig. So, weil diese Trace-Nachrichten hier, diese Log-Nachrichten, so furchtbar verwirrend sind, brauchen wir da mehr. Bevor wir jetzt zu diesem Mehr gehen, gucken wir uns mal gerade den Kram hier an. Im Wesentlichen geht es darum, wie funktioniert jetzt eigentlich die Applikationslogik. So, dafür müssen wir hierhin zurück. Juhu. Im Wesentlichen war in dem Test das so, dass wir so ein Pumps-Input gemacht haben, Boots-Input, Address-Input und dann Submit gedrückt haben. Das gucken wir uns gleich an. Und das hatten wir hier, nachdem wir dieses Shop-Interface geöffnet hatten, gemacht. Und wenn ich jetzt in meinen Shop-Service gehe, dann habe ich hier oben mit Java Spark gesagt, hier, wenn irgendwie über diesen Shop nachher was reinkommt, nee, im Shop, da macht er, ja,
dann ruf diese Methode hier auf. Sollen wir den hier nochmal zumachen? Geh weg. So. So, und der Shop macht jetzt zwei verschiedene Dinge. Da gucken wir einfach auf unser Szenario. Da war das ja hundertprozentig gut erklärt. Ich bin so begeistert. Da stand drinne, der schickt so eine Status-Page zurück an Alice. Na? Und eigentlich müssten wir dieses Bild hier schon einmal hierhin kopiert haben. Mach das doch mal gerade. Mach doch mal die Alice Order 1 Picking Screen hierhin. Also nach 1301. 13.001 hier eine Screen hin, wo Alice Order 1 noch am Picking ist. Hm? Alles klar. Wunderschön. Das hast du nicht mit Google Presentation gemalt. Okay. Oh, High-Tech-Tools verwendet. Verrückt. So. Ja, also jetzt müssen wir prinzipiell die Antwort-Page schicken. Das passiert hier in dem ganzen Kram. Das habe ich letztes Mal schon vorgemacht. Ne? Und das geht bis ungefähr hier. Hier fängt er jetzt an und sagt, oh, das sollte ich jetzt mal dem Storage Bescheid sagen, damit irgendeiner das Paket aus dem Regal holt. Dafür habe ich eine Order-Klasse gemacht. Wollen wir die mal sehen, wie ich die gebaut habe? Oder ist das egal? Wer will die sehen? Ja, ich sagte, ich zeige es mal gerade. Alt 1. Ich benutze hier von dem Foolib eine neue Version. Da gibt es so einen extra Gen-Ordner und da kann man dann prinzipiell solche Dinge sagen wie Have Order, das müsste der hier sein. Nein, Interpreter, der. Gen Messages. Da kann man im Prinzip mit so einem Class Model Manager arbeiten. Der ist nicht viel anders als der Class Model Builder, den ihr hattet. Ihr bekommt das alles, wenn ihr auf dev-foolib.org geht. Nicht foolib.org, sondern dev-foolib.org, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt das, Adrian? Adrian hört nicht richtig. Dev.foolib.org. Dev.dev für developer.foolib.org. Wenn ihr dahin geht, dann kriegt ihr das hier und dann da so ein Beispielprojekt macht, das dann runterladet, dann kriegt ihr dieses Setup. Okay, da sage ich, ich hätte gerne einen Shop-Service, ich hätte gerne einen Shop-Editor, ich hätte gerne eine Shop-Order, ich hätte gerne einen Shop-Command und dann hätte ich gerne Have-Order und Have-State als zusätzliche Klassen und die Have-Order-Class erbt von der Command, Shop-Command-Class und hat Perms, Boots und Address. Ihr erinnert euch. Und die Shop-Command hat eine ID. Ihr fehlt eigentlich noch eine Timestamp. Da hatte ich keine Zeit mehr zu. Ich habe das gestern Abend geschraubt. Der Storage ist ein anderer Service. Der hat genau die gleichen Sachen. Der hat ein Storage Service und ein Storage Editor. Der hat eine Storage Order. Die hat im Prinzip die gleichen Attribute, ist aber eine andere Klasse. Wir wollen das ja später in getrennten Docker-Containern ausliefern. Und das sind einfach getrennte Services. Und zwischen diesen getrennten Programmen hat man manchmal Code-Duplikation. Da gibt es tiefliegende philosophische Gründe, warum das eine gute Idee ist, das so zu machen. Deswegen machen wir das so. Sebastian findet es gut. Dann gibt es eben einen Storage-Command. Es gibt eben dieses Have-Order wieder. Da habe ich nichts Spezielles dran geschrieben. Es hat genau die gleichen Adressen. Das liegt daran, dass ich aus diesem Have-Order JSON mache, das verschicke, auf der Empfängerseite wieder auseinanderpacke und dann möchte ich auf der Empfänger, wenn ich das vom Shop zum Storage schicke, auf der Storage-Seite ein Storage-Have-Order haben. Aber die heißen jetzt einfach gleich. Das wird über den Class-Namen gemacht. Have-State habe ich nicht ausimplementiert, das müssen wir gleich mal gucken. So, Have-Order. Control-Tab. Tschüss. Yo, Gen Shop-Service, da waren wir. Ne?
Also, ich mache mir jetzt so ein Have-Order, trage ein, wie viele Pumps ich alles kaufen möchte. Ne, diese Daten habe ich hier vorher da aus dieser von diesem Formular bekommen. Da gab es diesen Pumps-Input, das ist ein String, den parse ich, ist es ein Integer. In meinem Order ist das halt ein Int. Dann merke ich mir, wie viele Pumps, wie viele Boots, ich merke mir die Adresse. Ich setze eine Order-ID, die hatten wir irgendwie hier oben genannt, das ist Order Alice und dann, wie viele Bestellungen hat Alice schon gemacht. Ne, das ist dann irgendwie die erste von Alice, oder irgendwie so. Hey, jetzt habe ich so ein Command-Objekt zusammen, das führe ich aus. Ne, und das funktioniert jetzt eben, das ist im Shop-Editor, den habe ich neu gebaut. Der hatte eben so ein Execute, das ist genauso wie bei dem Mockup-Editor auch. Der macht so ein Command dort dran und dann History Add. Ne, dann haben wir so Andorido-Support, das brauchen wir vielleicht später. Ne, im Augenblick ist es einfach über, aber jetzt habe ich einfach Copy-Paste, das war am einfachsten. Ne? Ctrl-Alt zurück. Ah, nee, Run sollten wir noch machen. Das Run von dem Have-Order sieht halt so aus, dass der ein Getter Create Shop Order macht. Hier habe ich mal nicht den Zieltyp als Parameter, weil ich nur eine Art von Objekten generiere, nur diese Shop Orders. Ich möchte einen Shop Order mit der gleichen ID haben, die merke ich mir, die ist dann auch gleich in dieser Getter Create, ist wie immer implementiert. Es gibt diese ID Map, der versucht das Ding zu machen, zu gucken, ob es schon da ist. Wenn es nicht da ist, macht er es, trägt es in die ID Map ein, anschließend gibt er mir das Ding zurück. Ne? Haben wir alles schon gesehen. Alles klar. Ctrl-Tab, Have-Order. Genau. Jetzt habe ich so eine Order, oder ich kannte sie sowieso schon. Dann setze ich die Pumps und die Boots und die Address. Die ID ist hier beim Get-or-Create schon gesetzt worden und mache einen Return. Mehr macht er nicht. Ne? Also ich habe jetzt dieses Have-Order und ich habe das Order nebeneinander. Wunderschön. Und jetzt gehe ich in den Shop-Service. Das ist alles jetzt gerade hier passiert. Und jetzt sage ich, okay, jetzt hat sich der Shop intern schon mal gemerkt, es gibt diese Bestellung, bla bla bla. Der hat die Antwort-Page für Alice schon gebaut, hat die an Alice schon geschickt. Auch alles wunderschön. Jetzt möchte ich dem Storage eine Nachricht schicken. Dazu sage ich, hey, mach doch mal ein New JSON-Objekt von HaveOrder. Na, ich übergebe dieses HaveOrder-Objekt und der macht mir ein JSON daraus. Kann der von alleine, muss ich nicht viel tun. Der guckt, fragt dieses Objekt mit Reflection, was hast du für Attribute? Für jedes Attribut besorgt er sich den Value und den Namen und macht dann das entsprechende JSON-Objekt. Ne? Key-Value-Tabelle, relativ simpel. Was er nicht macht, ist die Class mit eintragen, deswegen tue ich das hier nachträglich. Ne? Und einfach nur als String, die brauche ich auf der Empfängerseite, um aus dieser JSON-Nachricht wieder so ein Have-Order-Objekt zu machen. Ja. Es gibt Bibliotheken, die können das von alleine. Jackson kann das, glaube ich, von alleine. JSON.org kriegt das, glaube ich, nicht hin, oder ich habe es nicht rausgekriegt. Wenn einer von euch rausgeht, wie das ohne dem geht, finde ich es gut. Sonst bald Pech. Hey, dann mache ich auf diesem JSON-Objekt ein ToString. Jetzt habe ich meine Message. Die fängt mit einer geschweiften Klammer an. Und dann sage ich, hey, Basic Publish. In dem Channel, den habe ich mir oben als Attribut gemerkt. Schick doch mal über diesen Shop-to-Store-Exchange so eine Nachricht raus. Fertig. Ne? Messages, get bytes. Mehr kommt da hinten nicht mehr. Ha, super cool. Und schon habe ich in Alt 5 hier diese wunderschöne Nachricht verschickt. Schick doch mal ein paar Pumps, zwei paar Boots an Alice im Wunderland. Und das hat die Order Alice1ID und die Class HaveOrder. So, jetzt brauchen wir den Empfänger. Das macht der Storage Service. Genau. Da kommen jetzt diese Nachrichten an. Und wenn die mit einer geschweiften Klammer beginnen, was hier der Fall ist, wunderschön, dann sagt er, oh, mach bitte mal aus dem Text, den ich hier bekommen habe, das ist ja noch ein String, ein JSON-Objekt. In diesem JSON-Objekt gebe ich einen String als Parameter. Dann sagt er, oh, das ist bestimmt sowas mit geschweiften Klammern. Parse den ganzen Schein und gebe ich ein richtiges JSON-Objekt. Da habe ich jetzt schon wieder Key-Values, auf die ich zugreifen kann. Alles wunderschön. Was ich aber gerne hätte, wäre so ein Command. Irgendwie blöd.
Muss ich mir jetzt noch machen? Habe ich mir einen Decode geschrieben? Tatsächlich habe ich hier überlegt, oh, warum nehme ich nicht FUDIP? Das kann das von alleine. Ne? Habe ich ein bisschen mit mir gehadert, habe ich gedacht, ah, scheiße. Und habe beschlossen, es ist gut, wenn ihr das lernt, wie das geht. Das ist tatsächlich dann auch, dann habe ich es nochmal gebaut und dann fand ich es gar nicht so kompliziert. Ich will, dass du zugehst, du blödes Fenster. So. Hier habe ich schon überzogen. Erst eine Viertelstunde. Jetzt sind es nur noch 10 Minuten. Decode. Der kriegt dieses JSON-Objekt und hat die Idee, bau noch mal so ein Storage-Command. Was der macht ist, er fragt das JSON-Objekt nach dem Class-Ding. Dann habe ich einen Simple Class-Name. Dann nimmt er den Package-Name von HaveOrder, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Hängt einen Punkt und den Class-Name und das Ganze zusammen ist der Full Class-Name. Mit dem Full Class-Name macht er dann ein Command.class.getClassLoader, Load Class. Full Class-Name. Jetzt habe ich mir diese Class-Datei im Wesentlichen geladen oder diesen Tabelleneintrag von dem Laufzeit-Typ-Informationen besorgt. Dann sage ich Class get Constructor New Instance. Jetzt habe ich ein Objekt. Hey! Ja? Da habe ich den Default-Konstruktor gerufen ohne Parameter. Das heißt, ich habe das Objekt. Die Attribute sind alle noch nicht initialisiert, aber immerhin. Ich habe schon ein Objekt und das müsste in diesem Fall ein Have-Order-Objekt sein. Und später werden wir noch Have-State, das macht ihr als Hausaufgabe, verschicken, dann wäre es halt ein Have-State, ne, wenn der Class da dieser Simple Name so gewesen wäre. Müsste eigentlich geklappt haben. So, dann frage ich das JSON-Objekt, sag mal, was hast denn du alles für Keys? Mach eine Schleife drüber. Kommen ganz viele Attributnamen. Dann sage ich, oh, Class will ich nicht setzen. Ne? Wenn das Class ist, dann mach Continue, mach nichts. Sonst besorgt dir den Value. Na, und das ist das tatsächlich, das war ein Int für Pumps und ein String für Address. Und das JSON macht, wenn ich da ein Get draus mache und da steht eine Zahl, macht er, gibt er mir tatsächlich ein Number-Objekt zurück. Also wirklich ein Zahlobjekt zurück. Und wenn es ein String ist, ein String-Objekt zurück. Das heißt, genau weiß ich den Typ hier nicht. Es ist auf jeden Fall nicht alles String, sondern eventuell eben auch schon eine wunderhübsche Zahl. Dann suche ich mir die richtige Set-Methode raus. Das passiert, indem ich den Attributnamen nehme, den capitalize. Das habe ich hier gemacht, so für ersten Buchstaben abschneiden, den groß machen, den Rest hinten dran leimen. Ne, wie man das so treibt. Warum das Java nicht auch standardmäßig kann, ist völlig unklar. Ne, wir hatten das ja schon mal, naja. Ne, also jetzt habe ich hier set pumps zum Beispiel oder set boots oder set arrays mit großem Anfangsbuchstabe für den Attributnamen. Dann laufe ich über, frage ich die Command-Class, gib mir mal alle deine Methoden. Mach da eine Schleife drüber. Und wenn der Method-Name der Setter-Name ist, den ich mir hier gerade gebastelt habe, und der Parameter-Count gleich 1 ist, weil die Setter genau einen haben, dann sage ich, hey, diese Methode würde ich gerne aufrufen auf dem Command-Objekt, was ich mir da oben gebastelt habe. Und den Value würde ich gerne als Parameter übergeben. Und magischerweise ist nachher der Attributwert in dem Objekt drin. Super cool. So, diese Sache hier ist noch nicht optimal. Und wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten oder nächste Woche, würde ich hier gerne den Tolerant Reader bauen. Was ich im Wesentlichen machen würde, wäre, naja, wenn das JSON-Objekt, das ich hier kriege, ein Version-Tag hat und da steht, nicht steht irgendwie eins, nee. Wenn es kein Version Tag hat und ich erwarte, dass es ein Version Tag Nummer 3 gibt oder 1 gibt, dann würde ich sagen, oh, wenn das Version Nummer 1 wäre, dann sehe das JSON so aus. Dann baue ich das JSON so um, dass es der neuen Version entspricht. Wenn da drin ein Version Tag ist und da steht 1 als Version und ich erwarte aber Version 2, dann würde ich dahinter sagen, also ja, und ich schreibe natürlich dann, jetzt ist das konform zur Version 1 da rein. Danach frage ich den, hast du einen Version Tag? Ist das irgendwie noch 1, aber ich möchte gerne 2? Dann würde ich sagen, oh, jetzt baue ich das JSON-Objekt so um, dass es diesem neuen Format entspricht. Und schreibe rein, jetzt bist du Version 2 JSON. Und danach würde ich dann eventuell noch sagen, das gleiche für Version 3, 4, 5, 6, 7 machen. Das heißt, ich habe jetzt so eine lange Kette, wo immer sagt,
If hat kein Version Tag, mach ein Version 1 draus. If es ist Version 1, mach ein Version 2 draus. If es ist Version 2, mach ein Version 3 drauf, bis ich zu der Version gekommen bin, die ich gerne hätte. Und dann würde ich der Quelltext kommen, der hier steht. So macht man das. Und dann habe ich den Tolerant Reader implementiert und das müssen wir unbedingt ausprobieren und das machen wir nächste Woche. Jetzt machen wir es erstmal hier so. So, hey, wir haben das empfangen. Jetzt haben wir ein mördermäßiges Command-Objekt gebaut. Und das haben wir hier gemacht. Hier haben wir das gerufen. Nimm das JSON, mach mir einen Command in der aktuellen Fassung daraus. Und dann sage ich meinem Editor, den ich hier oben gebastelt habe, Storage Editor, beim Start habe ich den initialisiert, führe das bitte mal aus, dieses Command. Ne? Und das ist jetzt das klassische mit diesem History-Kram und der macht jetzt eben auch hier dieses Have-Order und das hat dann hier wieder so ein Run und der macht mir jetzt ein Storage-Order-Objekt, macht so ein Get-or-Create-Storage-Order, alles ganz genauso. Und dann habe ich jetzt die Order übertragen. Man achte darauf, dass unser Order-Objekt prinzipiell so ein State-Attribut hat, das wir noch nicht gesetzt haben, weil wir das nicht mitgeschickt haben. Dafür schicken wir ein zweites Kommando, ein have-state. Wir lassen das jetzt so. Wir könnten das auch initialisieren, das have-order, das Order-Ding. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Ctrl F12. State. Gibt es hier ein State? Set State gibt es. State. Wird zu und der Initiale ist Picking. Können wir schön machen. Würde ich jetzt, das ist jetzt, wir sind hier im Storage Order, wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir für den Shop Order auch noch machen. Dann ist das eben der Default State, dann kann man das schön anzeigen. Das ist schon mal richtig. Was wir noch brauchen jetzt ist, Ctrl-Tab. Und dann habe ich die Hausaufgabe fertig. Wow. Storage, fast die Hälfte. Wir brauchen doch noch 5 Minuten. Interpreter-Test, wo bist du? Markup-Interpreter-Test, wunderschön. Also, in dem Moment, wo ich hier diesen Klick losschicke, auf diesem Shop-Page, wird ja von meinem Browser an den Shop das geschickt. Der Shop handelt das. Schickt die Nachricht an den Storage weiter, dann ist sie schon mal beim Storage angekommen. Jeder weiß Bescheid, es gibt diese Bestellung, die ist in dem und dem Zustand. Und jetzt müsste laut dem Ding hier Peter kommen und eine Nachricht an den Storage schicken. Entschuldigung, das ist echt blöd, dass der falsch da steht. Ändere das doch mal in Storage und das ist dein Shop. Müsste dem hier eine Nachricht schicken, hey, es ist jetzt Shipping. Ja, und das macht er über den RabbitMQ. Weil wir den Peter aber nicht zur Hand haben, machen wir das jetzt einfach in unserem Mockup-Test. Das heißt, da ist der Storage gemacht, so ungefähr hier. Send have state to storage. Und das können wir ruhig in den Shop-to-Store-Exchange tun. Warum denn nicht? Na? Have State. Und zwar Shipping. Und natürlich bezieht sich das auf Order 1 und solche Dinge mehr. Das sollte eine ID haben, die nicht einfach Order 1 ist oder Order Alice 1, sondern Order Alice 1 State. Die IDs müssen global eindeutig sein. Ihr kriegt das hin. Bin ich relativ sicher. Vielleicht sollte ich es doch irgendwie sagen. Also, order 1 Alice State. Order Alice 1 States? Oder wie war das? Weiß ich nicht mehr. Wichtig ist, dass jetzt irgendwie noch was dabei ist, dass das von der normalen Have-Order-Nachricht über ändert. Und dann ist Shipping schon, genau, die ID. Ich würde Order 1 Alice nochmal zusätzlich hier übergeben. Das ist die Order, deren State ich ändern möchte. Das ist das neue State Value.
Und dieses ganze Kommando braucht eine eigene ID, die nicht diese ID sein sollte. Ja, das ist cool. So, der Storage Exchange empfängt die, bearbeitet diese Half-State-Nachricht, führt die also aus und schickt sie an den Shop. Storage does it and sends Half-State via Broker Exchange. Dafür brauchen wir ein neues Exchange. Wir können nicht den Shop-to-Store-Exchange verwenden, oder doch? Weil prinzipiell der Shop da nicht dran horcht. Na, der Shop schickt da ja Nachrichten raus. Und der will nicht seine eigenen Nachrichten selber empfangen und selber nochmal ausführen, hat er ja schon. Dann wird er sie eventuell nochmal ausführen, haben wir eine Endlosschleife, wollen wir alles nicht. Wir machen uns einen zweiten Exchange. Und zwar nennen wir den Store-to-Shop. Exchange. Wunderschön. Ja, ja. Ja, wunderschön. Okay. Shop receives it and executes it. Okay, Alice asks for her state, her order state. Was im Wesentlichen bedeutet, wir müssen nochmal hier so ein Open machen. Na, wir müssen nochmal so ein Open machen. Ah, da, so eins. Aber nicht auf Output P1, sondern auf Output Status Alice oder so ähnlich. Müsst ihr euch mal angucken, wenn er den laufen lässt, was da oben in der Kommandozeile von dem Browser steht, wenn er diese Statusseite anzeigt. Das ist die IP, die ihr verwenden müsst, um darauf zuzugreifen. Kriegt ihr hin, ich habe großes Vertrauen. Browser shows new state. Wunderschön. Das wäre toll. Aber das muss natürlich mit einer Assertion abgeprüft werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das sollte dann auch irgendwie reichen. Wir sollten jetzt doch Schluss machen. Das heißt, ich mache die Hausaufgabe ein bisschen kleiner. Wie kann ich denn hier die Präsentation beenden? Mit Escape, oder? Und das Generieren des Szenariodiagramms machen wir nächste Woche. Setzt einfach das Szenario, was ich jetzt beschrieben habe, genauso um, wie ich das gemacht habe. Vervollständigt das um dieses, Peter hat das gemerkt, also der Test tut so, als ob er Peter wäre, schickt so eine Have-State-Nachricht raus, die wird dann vom Store zurück zum Shop über einen eigenen Exchange geschickt. Der Store macht das. Danach geht der Test hin und sagt, oh, zeig mir noch mal bitte noch mal die Seite an und Vorsicht, seid nicht zu schnell damit, die Seite anzuzeigen, kann sein, dass die Nachricht noch nicht drüben angekommen ist. Na, also wenn ihr direkt nach dem Peter schickt die Nachricht los, ein Alice guckt sich die Seite an, macht, ist wahrscheinlich zu früh. Da wäre es eventuell eine gute Idee, wenn diese Test-Queue das mitbekommt, oder ihr braucht wahrscheinlich eine zweite Test-Queue, die sich an diesen neuen Exchange da dran klemmt und die dann einfach wartet, bis diese Nachricht da so durchgelaufen ist. Und eventuell muss der Rabbit, der Shop nochmal irgendwie eine Benachrichtigung schicken, dass er sie auch verarbeitet hat. Weiß ich nicht genau. Wenn es ganz schlimm ist, machen Wait 100, aber das geht gerne mal schief. Ne, also insbesondere, wenn man beim Debuggen irgendwelche Dinge anhält. Und dann könnt ihr einfach ein Open machen und euch das angucken. Ihr kriegt das hin, ich habe volles Vertrauen. Das Generieren von Szenariodiagrammen machen wir nächste Woche. Und dementsprechend bin ich dann jetzt fertig und habe nur eine halbe Stunde überzogen. Viel weniger als letztes Mal. Also nur halb so viel, also nur ganz wenig. Okay. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eure spektakulären Abgaben.
Ihr habt ja gezeigt, dass ihr mit so vagen Aufgabenstellungen super gut umgehen könnt. Das wird jetzt jede Woche schlimmer. Alles klar. Danke ich. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Kann irgendeiner diesen Account schließen? Wow.